Einen schönen guten Abend an alle, die den Weg hierher zu unserem heutigen Vortragsabend online gefunden haben, also den Weg vom Stall wahrscheinlich an den Schreibtisch vor den Computer. Wir haben heute die Frau Schnabel vom Landesamt für Umwelt gewinnen können, um zum Thema Herdenschutzhunde zu referieren. Die Frau Schnabel ist seit Ende letzten Jahres beim Landesamt für Umwelt zuständig für diese Thematik. Ebenso mit dabei ist der Herr Misowski, der übergangsweise die Thematik die letzten Jahre, Monate, eineinhalb Jahre, glaube ich, waren es ungefähr, übernommen hat. Umso schöner ist, dass diese Stelle in Bayern jetzt wieder besetzt ist und den Schwerpunkt der Arbeit darauf legen kann. Es geht heute Abend um Herdenschutzhunde ganz allgemein. Was bringen sie mit? Was muss der Betrieb mitbringen? Grundvoraussetzungen für die Haltung. Wir sind natürlich ein bisschen bayernlastig, weil die Frau Schnabel eben beim Landesamt für Umwelt für die Thematik zuständig ist und gerade in der Förderthematik, das ja auch Ländersache ist. Trotzdem denke ich, dass wir mit diesem Vortrag einen schönen Einblick bekommen in so Grundüberlegungen, was wichtig ist für einen Betrieb, wenn er sich eben damit auseinandersetzt, eventuell mit Herdenschutzhunden arbeiten zu wollen oder auch zu müssen. Deswegen einen herzlichen Gruß an alle anderen Bundesländer, die teilnehmen oder auch Länder. Ein paar Österreicher sehe ich zumindest auch mit hier drinnen. Das Projekt Livestock Protect läuft ja auch über Landesgrenzen und deswegen versuchen wir natürlich auch diese Thematiken immer so aufzufassen, dass sie nicht ganz spezifisch sind, sondern für jeden etwas mit dabei ist. Nutzen Sie die Gelegenheit, hier die Behördenmitarbeiter zu interviewen, aber auch im Nachgang zum Vortrag die Gelegenheit, hier den ein oder anderen Herdenschutzhundehalter zu interviewen, Fragen zu stellen, Erfahrungen auszutauschen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in dieser Thematik. Herdenschutz allgemein, aber eben gerade auch, wenn es um die Anschaffung von Hunden geht. Ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, nochmal organisatorisch. Ich habe alle, die jetzt bei mir als Zuschauer gelistet sind, auch die Möglichkeit gegeben, als Diskussionsteilnehmer sich freizuschalten. Das müssen Sie extra nochmal aktivieren. Sie können dann später das Video zuschalten. Ich denke, das ist ganz schön und angenehm, auch wenn wir das heute nur online machen, in einer Gesprächs- und Diskussionsrunde dann auch den einen oder anderen mal zu sehen. Ich übergebe jetzt an die Frau Schnabel und freue mich auf einen interessanten Vortragsabend. Okay, ich teile mal. So. Habt ihr einen Blick? Ja, wir sehen die Präsentation Ja, dafür. sehr schön. Also auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Die Steffi hat ja schon gut zusammengefasst, um was es heute gehen soll. Natürlich um den Herdenschutzhund, deshalb sind wir alle hier. Und um die Frage, ist er für meinen Betrieb zielführend oder eher nicht? Also nochmal zu meiner Person. Die Steffi hat es schon alles richtig gesagt. Mein Name ist Caroline Schnabel. Ich bin seit Anfang Dezember am LFU als Sachbearbeiterin im Projekt Herdenschutzhund. Auf den Bildern ist zu sehen, was ich privat so treibe. Genau, das sollen heute unsere Themenpunkte sein. Natürlich als erstes der Herdenschutzhund. Was macht ihn aus? Was unterscheidet ihn in Wesen und Ausbildung von anderen Hunden? Im zweiten Punkt komme ich zu den Fragen an den Herdenschutzhundehalter in spe, also welche Fragen sollte ich mir stellen, wenn ich über den Einsatz von Herdenschutzhunden im Betrieb nachdenke? Dann wollte ich gern noch Fehlverhalten bei den Herdenschutzhunden genauer beleuchten. Wie erkennt man das oder wie äußert sich das? Und
in dem Zuge dann auch die Ansprechpartner bei Interesse oder auch bei Problemen mit den Herdenschutzhunden noch vorzustellen. Ich werde auch die Förderrichtlinie für die Herdenschutzhunde hier in Bayern noch mal kurz vorstellen und ansprechen, dass alle noch mal im Bilde sind, wer, wie, was und in welcher Höhe und mit welchen Voraussetzungen. Dann freue ich mich, endlich den ersten Termin für den Lehrgang zum Sachkundenachweis Herdenschutzhundehalter in Bayern verkünden zu dürfen. Und zum Schluss werde ich noch mal auf die Ziele vom Landesamt für Umwelt bezüglich der Herdenschutzhunde eingehen. Und dann geht es in die Diskussionsrunde oder auch in die Aussicht in die Praxis von Herdenschutzhundehaltern. Also das Schützen von den Nutztieren durch die Herdenschutzhunde wird seit Jahrtausenden praktiziert. Es ist also nicht die Frage, funktioniert es, sondern eher unter welchen Bedingungen wird dieses Vorhaben möglich. In Deutschland ist der Herdenschutzhund eben in der Bevölkerung weitestgehend unbekannt, immer noch. Und eine Integration in die Gesellschaft muss eben erst wieder erlernt werden. Und wir in unserem Bundesland stehen nach wie vor ganz am Anfang dieses Lernprozesses. Nun komme ich schon zum Herdenschutz an sich. Er ist ein sehr großarmiger Hund, ein sehr kräftiger Hund, ist in verschiedensten Variationen an Felltypen und Farben vorhanden, möchte ich sagen. Er hat eine Lebenserwartung von 10 bis 12 Jahren. Vom Wesen her ist er ein sehr, oder soll er ein sehr souveräner, ruhiger Hund sein, der wachsam ist, aber misstrauisch und dennoch interessiert an seiner Umgebung. Und sehr zu betonen ist natürlich seine Eigenständigkeit, vor allem im Hinblick auf die Ausbildung. Jagdverhalten ist beim Herdenschutzhund unerwünscht und sollte möglichst herausgezüchtet sein. Und er hat natürlich das, worum es geht, das, warum er die Herden schützen soll oder das gut kann, ein ausgeprägtes Territorial- und Schutzverhalten. Bedeutet, er ist kein Schoßhund, aber dennoch ein soziales Wesen, was auch ja, ein soziales Umfeld braucht. Im Hinblick auf die Ausbildung kann man schon sagen, dass ein Herdenschutzhund ein wenig ausgeprägtes Will to Please hat. Also das heißt, bedeutet den Willen zu gefallen, was man jetzt vielleicht bei allen anderen Hunderassen so ein bisschen findet. Das also ja, ist beim Herdenschutzhund weniger vorhanden. Er ist eben ein Arbeitshund, ein Gebrauchshund und ja, muss Entscheidungen alleine treffen im Notfall. Deshalb ist der Mensch an sich ihm nicht so wichtig. Eine gute Sozialisation mit Mensch, Nutztier und anderen Hunden sollte auf jeden Fall angestrebt werden. Der Herdenschutzhund, sage ich jetzt mal, soll oder muss nicht viele Signale kennen. Aber ich habe hier mal so die wichtigsten Sachen, die er können sollte, im Alltag aufgelistet. Also er sollte abrufbar sein von seinem Besitzer. Er sollte ein Abbruchsignal kennen, wenn er sich nicht so verhält, wie man sich das wünscht. Er sollte leinenführig sein und das Fahren in einem Auto oder in einem Anhänger gewohnt sein, um auch einen reibungslosen Ablauf im Alltag irgendwie zu gewährleisten. In Deutschland ist es vorerst vorgesehen oder ich sage jetzt mal auch hier in Bayern vorerst vorgesehen, die Herdenschutzhunde hinterm Weidezaun zum Einsatz zu bringen. Im Hinblick auf den Alpenraum, wo manche Gebiete nicht zäunbar sind oder so eingestuft werden, kann man auch, wie gesagt, drüber nachdenken, die Herdenschutzhunde ohne Zaun dort zum Einsatz zu bringen. Und wenn man in die Schweiz schaut, bin ich der Meinung, es ist möglich. Es muss sich nur getraut werden, vielleicht für den Anfang, um zu schauen, wo führt es hin. Was von unserer Seite her uns noch wichtig ist, dass ein Herdenschutzhundhalter, der zum ersten Mal Herdenschutzhunde hält oder sich welche anschafft, immer mit zwei ausgewachsenen, ausgebildeten Herdenschutzhunden beginnt. Einfach aus dem Grund,
Sie sind erwachsen, sie sind gefestigt, sie sind ausgebildet, sie wissen, was sie tun sollen. Wenn man sich einen Welpen holt, gleich zu Beginn, kann das schiefgehen. Der weiß noch nicht, was er tut oder was er tun soll und kann sich von niemandem abschauen, was richtig ist. Hier habe ich mal eine übersichtliche Liste dargestellt, welche Herdenschutzhunderassen es gibt. Die sind sortiert von West nach Ost und dann kann man auch schön erkennen, in welchem Bereich Widerrisshöhe man sich da aufhält und in welchen Gewichtsklassen man sich da aufhält bei den Herdenschutzhunden. Kommen wir nun zu den Fragen, die man sich stellen sollte, wenn man sich einen Herdenschutzhund halten möchte. Also die essentiellste Frage: Kann ich überhaupt mit Hunden was anfangen? Habe ich Sympathien gegenüber den Hunden? Also nicht nur ich als Betriebsleiter zum Beispiel sollte das wollen, sondern auch Familie, Mitarbeiter oder ja, wer eben sonst noch so im Betrieb rumspringt, sage ich jetzt mal, sollen da eine Sympathie hegen. Kann sich der Betrieb Kosten und Mehrarbeit leisten und kann ich die Hunde überhaupt in den betrieblichen Ablauf integrieren? Hier spiele ich ein bisschen auf die laufenden Kosten für die Hunde an, also Tierarzt, Futter, Zubehör und der zeitliche Mehraufwand, der dadurch definitiv gegeben ist. Habe ich Zeit, mich mit dem Hund intensiv zu beschäftigen und zu beobachten, vor allem anfänglich? Also die Eingewöhnungsphase oder die Integration ist mit viel Geduld und Fingerspitzengefühl verbunden. Welche Herdenschutzhunderassen gibt es? Deshalb die Liste vorher. Und welche sind passend für meinen Betrieb? Also da geht es jetzt meiner Meinung nach nicht nur nach, er gefällt mir äußerlich, sondern welche Wesenszüge bringt die einzelne Rasse so mit sich. Wichtig ist auch, wo hole ich mir meinen Herdenschutz her? Ich weiß, die Auswahl in Deutschland ist begrenzt. Wir fangen ja nun erst an. Aber man sollte unbedingt eben auf eine Arbeitslinie achten. Es gibt auch Herdenschutzhunde, die für Familien gezüchtet werden. Und ich denke, ja, das ist nicht das, was wir wollen oder nicht zielführend. Die nächste Frage wäre auf jeden Fall, würde die Nachbarschaft den Herdenschutzhund akzeptieren? Es ist eben leider so, also hier spiele ich aufs Thema Lärmbelästigung durchs Bellen an, dass sich die Nachbarn durchaus gestört fühlen können, wenn die Herdenschutzhunde eben anschlagen. Und auch die Gerüchte, die sich hartnäckig halten, wer sich einen Herdenschutzhund hält, ist ein Wolfsliebhaber oder ein Wolfskuschler. Also mit Ablehnung der Gesellschaft muss leider gerechnet werden. Die nächsten zwei Fragen, die auch sehr zusammenhängen, wie reagieren meine Weidetiere auf den Herdenschutzhund und wie reagiert der Herdenschutzhund auf die Weidetiere? Also ja, das wird man erst sehen, wenn es soweit ist, aber ich kann trotzdem drüber nachdenken. Kennen meine Weidetiere Hunde? Könnten sie damit umgehen oder gibt es größere Probleme und brauche ich da vielleicht Unterstützung? Und umgekehrt, wie geht halt mein Herdenschutzhund mit den Herdentieren um? Wehrt er sich, wenn sie ihn mal puffen oder bleibt er gelassen und geht ihnen aus dem Weg? Wie reagiert der Herdenschutzhund auf betriebliche Abläufe? Also wird er mit meinen eingesetzten Maschinen klarkommen? Zeigt er Angstverhalten? Zeigt er anderes Verhalten? Und ja, wie gesagt, kommt er mit den ganzen Abläufen klar? Wie sehen meine Zäune aus, beziehungsweise habe ich überhaupt die Möglichkeit zur Zäunung? Wo sind meine Flächen? Bin ich in einem stark touristisch geprägten Gebiet oder habe ich jetzt viel freie Fläche und offenes Land und Platz? Welche Nutztierart und in welcher Anzahl soll geschützt werden? Danach richtet sich natürlich auch die Anzahl der Herdenschutzhunde, die man sich holen sollte. Und man kann natürlich nicht nur vor dem Wolf schützen mit einem Herdenschutzhund, sondern auch vor Greifvögeln, Krähen, Luchs, Goldschakal, wildernde Hunde, Wilddiebe, sowas soll es immer noch geben. Und sicherlich auch vor dem Wildschwein, das sich auch mal in Weidezäune verirrt.
Was zudem noch zu bedenken ist, der Herdenschutzhund kann während seinem Einsatz immer verletzt werden und auch im Ernstfall getötet werden, ob jetzt durch den Wolf, ob durch Rangordnungskämpfe untereinander, die nicht selten sind, oder auch ein Verkehrsunfall, wenn er doch mal ausgebüxt sein sollte oder eben ohne Zaun gehalten wird. Oder auch Vergiftungen durch andere Menschen, weil er nicht willkommen ist und so weiter. Am Ende ist ein Austausch mit anderen herdenschutzhaltenden Betrieben auf jeden Fall zielführend für eine Entscheidung. Sich möglichst viele Betriebe anschauen. Wie funktioniert es bei denen? Ist es übertragbar auf meinen Betrieb? Kann ich damit was anfangen? Dann komme ich zu den möglichen Fehlverhalten bei Herdenschutzhunden. Was natürlich nicht gewollt ist, ist ein permanentes Bellen ohne einen ersichtlichen Reiz. Also die sogenannten Kläffer, die auf alles anspringen oder eben auch gar nichts. Genauso ist es nicht erwünscht, dass er nichts verbellt, sich komplett zurückzieht oder auch aus Angst, ängstlich auf Gefahrenreize reagiert. Ein generell unangemessenes Aggressionsverhalten, eine Unverträglichkeit der Herdenschutzhunde untereinander. Also hier ist jetzt nicht die Rangordnung gemeint, sondern wirklich ein Hund, der sich in sämtlichen Teams oder Variationen einfach immer wieder auffällig verhält. Das Überspringen des Zauns. Man sollte dem Hund nie eine Gelegenheit geben, den Zaun zu überspringen oder das rausfordern oder ihn über dem Zaun heben und weiteres. Ein Jagdverhalten ist natürlich auch nicht gewünscht. Wenn er anfängt zu jagen, ist er nicht bei der Herde. Es kann passieren, dass der Herdenschutzhund neu in die Herde integrierte Nutztiere nicht akzeptiert. Da ist dann eben wieder die Anfangssituation gegeben. Da muss wieder mit viel Fingerspitzengefühl und viel Beobachtung entschieden werden, was tue ich jetzt? Es kann passieren, er mobbt die Nutztiere oder seine zu schützende Herde, er zupft Wolle bei Schafen. Es kann auch passieren, er tötet sie. Es kann passieren, er treibt die Herde umher. Das ist alles nicht sein Job. Und es kann auch passieren, sollte man unfair gewesen sein zu seinem Hund vielleicht. Also kann ich mir gut vorstellen, eine unfaire Behandlung führt oft dazu, dass sich die Hunde dann vom Halter oder von der Betreuungsperson distanzieren. Das sind alles Punkte, wenn man geplant hat, auch zu züchten, und wenn man es nicht hin, was heißt nicht hinbekommt, wenn sie nicht korrigierbar sind oder das schon zu festgefahren ist, sollte man das im Falle einer angestrebten Zucht wirklich berücksichtigen, ob man mit dem Hund weiterzüchten kann oder nicht. Wesenszüge vererben sich auch, müssen nicht, aber können. Wo wende ich mich hin, wenn ich Probleme habe oder auch reines Interesse? Es gibt 4 Herdenschutzhundvereine in Deutschland. Ich lese jetzt nicht alle vor. Man kann sich an Betriebe und Züchter von Herdenschutzhunden wenden. Man kann die Halterschulung für den Sachkundenachweis besuchen. Das hilft auf jeden Fall weiter. Und man kann sich, denke ich, auch immer an Livestock Protect oder das LFU oder ähnliche Organisationen wenden. Ein offenes Ohr haben wir immer. Und eine Lösung kann auch irgendwie immer gefunden werden. So, kommen wir nun zur Richtlinie zur Förderung von Investitionen in Herdenschutzmaßnahmen gegen Übergriffe durch den Wolf. Sehr, sehr langes, ein sehr langer Satz. Ich gehe jetzt wirklich nur auf die Herdenschutzhunde ein. Alles andere würde den Rahmen sprengen. Seit gestern haben wir ein neues Gebiet dazu bekommen. Vielleicht. Territorium. Ja, danke, Matthei. Hier unten kam dazu. Das blaue Gebiet ist das Wolfsgebiet im Sinne des Schadensausgleichs. Das rote die Förderkulisse für Zäune. Und das schwarze, das was uns interessiert, die Förderkulisse für Herdenschutzhunde. Ist auch nochmal verlinkt, wenn sich jemand das im Nachgang irgendwann anschauen möchte. Wichtig ist jetzt zu wissen, wenn man sich einen Herdenschutzhund fördern lassen möchte, muss ein relevanter Anteil der Weideflächen, die man hat, sich innerhalb dieser Förderkulisse für Herdenschutzhunde befinden.
Die Herdengröße, die man zu schützen hat, sollte mindestens 50 Mutterschafe oder Ziegen umfassen. Diese Zahl kann auch unterschritten werden, wird dann im Einzelfall aber durchs LFU geprüft, zum Beispiel bei der Haltung von zertifizierten Zuchttieren, bei gefährdeten Nutztierrassen oder auch wenn man aufgrund behördlicher Vorgaben nur kleinere Gruppengrößen auf einer Fläche zulässig sind. Ja, genau. Zwei Herdenschutzhunde je Gruppe auf 50 Mutterschafe oder Ziegen sind zu halten und ab 200 Mutterschafen oder Ziegen ein weiterer Herdenschutzhund pro angefangene 100 Tiere. Bei anderen Tierarten kann man das mit den Großvieheinheiten umrechnen. Ich müsste jetzt lügen. Ich habe es vor ein paar Wochen mal umgerechnet, was es ein Schaf in Rind oder Pferd wäre. Ich kann es jetzt nicht mehr sagen, aber so kann man es auf jeden Fall umrechnen. Zum Herdenschutzhund an sich. Er darf nicht jünger als 8 Wochen sein und nicht älter als 5 Jahre. Die Herdenschutzhundrassen sind im Moment in Bayern alle zugelassen und auch die Kreuzungen davon. Er soll aus einer Arbeitslinie stammen und soll eine vom Landesamt für Umwelt anerkannte Eignungsprüfung haben. Grundimmunisierung, Chip, Heimtierausweis, Gesundheitsbescheinigung inklusive Hüftdysplasie und Ellendysplasie-Untersuchung ab 18 Monaten ist auch gefordert. Die Voraussetzungen für den Halter sind, dass er einen Sachkundenachweis gemacht haben muss, der maximal 3 Jahre alt ist. Er muss die Haftpflichtversicherung nachweisen. Ja, genau, er muss die Haftpflichtversicherung nachweisen. Und nun komme ich zu den Förderhöhen. Die Anschaffung vom Herdenschutzhund ist bis maximal 3.000 Euro pro Herdenschutzhund förderfähig. Die Eignungsprüfung einmalig bis 100 Euro pro Herdenschutzhund. Der Sachkundenachweis pro Antragsteller einmalig bis 150 Euro. Unabhängig davon, ob ich jetzt einen Herdenschutzhund beantrage oder nicht, kann ich mir den fördern lassen. Und die Informationstafeln, dass Herdenschutzhunde hier in dem Bereich arbeiten, sind auch förderfähig bis maximal 100 Euro einmalig. Genauso wie der ganze tierärztliche Rest, ich lese es jetzt nicht nochmal vor, bis maximal 400 Euro pro Herdenschutzhund. Genau. Nun kann ich den Termin endlich verkünden. Am 3. bis 4. Juni 2023 werden wir rund um den Truppenübungsplatz Wildflecken den Sachkundenachweis für Herdenschutzhundhalter stattfinden lassen mit der AGHSH und dem Betrieb Michler und Geiger. Wer sich da anmelden möchte oder so, also kann gerne eine Mail an mich schreiben oder mich anrufen. Ich werde am Schluss auch nochmal meine Kontaktdaten einblenden. Kommen wir schon zur fast letzten Folie. Was sind die Ziele vom Landesamt für Umwelt bezüglich der Herdenschutzhunde? Wir wollen auf jeden Fall Herdenschutzhunde, die Nutztiere schützen. Wir wollen Herdenschutzhunde, die Herden- und Zauntreu sind. Wir wollen Herdenschutzhunde, die anderen Hunden und Menschen gegenüber gut sozialisiert sind und auch genügend Nervenstärke besitzen, Situationen richtig einzuschätzen. Die Zucht von zuverlässigen Arbeitshunden sollte auf jeden Fall im Auge behalten werden. Kann ich als LFU-Sachbearbeiterin leider nicht übernehmen. Das ist eher Aufgabe der Vereine. Die Förderrichtlinie muss möglichst praxisnah gestaltet werden. Änderungen sind auf jeden Fall in Arbeit, wie beispielsweise die laufenden Kosten für die Herdenschutzhunde und weiteres kleines Zeug. Fachlich fundierte Sachkundelehrgänge für die Herdenschutzhundhalter und eine bundesweit einheitliche Eignungsprüfung sind angestrebt. Die Öffentlichkeitsarbeit soll vorangetrieben werden und eine engere Zusammenarbeit mit Bund und Ländern mit Blick in die Schweiz ist auch eines der Ziele. Dann vielen Dank schon für eure Aufmerksamkeit. Das sind meine 2 Pappnasen. Wer von den beiden jetzt ein besseres Will to Please hat, das können Sie sich raussuchen. Dankeschön auch schon an die Betriebe, die ich schon besuchen durfte.
Und ich komme auch gern zu weiteren Betrieben, weil es hilft mir einfach, um ein besseres Gefühl zu bekommen, was hier meine Aufgabe so richtig sein sollte. Ja, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, Feuer frei für die Fragen und Anregungen und so weiter. Ja, vielen Dank für den Überblick und den Rundumschlag. Herdenschutzhund, Charakter, Gewichtsklassen und letztendlich dann doch das sehr spezielle Förderung in Bayern. Bei deinem letzten Bild mit deinen eigenen Hunden musste ich ein bisschen dran denken. Also ich glaube, der Dackel ist nicht der mit dem Will to Please. Richtig. Aber das ist jetzt nur meine Mutmaßung. So ist es. Möchtest du den Bildschirm mal wieder freigeben? Dann sehen wir nämlich auch alle Teilnehmer wieder. Also Bildschirmfreigabe beenden. Genau. Ist es nicht? Sollte eigentlich. Seht ihr mich? Ja, alles gut. Ja. Ich sehe alle Teilnehmer. Ich habe mir tatsächlich auch schon ein paar Fragen notiert. Ich gebe da aber gerne das erste Wort an die Teilnehmer. Der Robert hat sich gemeldet. Der Robert hält selber auch Herdenschutzhunde. Also wer sich meldet, möge sich einfach kurz vorstellen zu seinem Betrieb, zu seiner Erfahrung, dass wir das ein bisschen einordnen können. Robert, ich übergebe dir das Wort. Ja, mein Name ist Robert Eberle. Ich bin zweiter Vorstand vom Verband Herdenschutz und erster Sprecher für Bayern. Was mir da ein bisschen fehlt in der ganzen Sache ist das, dass man nicht erst mit Herdenschutz anfangen sollte, wenn der Wolf schon vor der Haustür steht. Also ja. Wir haben die Erfahrung gemacht, wir brauchen 3 Jahre, bis die Hunde in die Herde integriert haben. Darum kann ich auch die ganze Sache mit den ganzen Gebieten nicht mehr verstehen. Das LFU sagt zu uns immer, der Wolf kann zu jeder Zeit an jedem Ort in Bayern stehen. Warum brauchen wir die Fördergebiete überhaupt noch? Manche Betriebe werden zu Tod gefördert, manche werden einfach ausgesperrt, weil sie nicht in der Förderkulisse haben und dann gerne was machen. Also die Sache verstehe ich zum Ersten nicht. Zum Zweiten ist die ganze Ankaufsache, das ist doch schon lange überholt. Man treibt die Preise für die Hunde hoch und das ist alles, was gemacht wird. Ein Unterhalt wäre viel sinnvoller. Aber das haben wir ja auch schon so oft gefordert und schon so oft gesagt, aber da passiert überhaupt nichts in die Richtung. Es soll jetzt passieren. Es soll passieren jetzt. Die Stelle war ja jetzt auch lange unbesetzt. Und wie gesagt, die Änderungen sind angestrebt auf jeden Fall. Das kann ich dazu sagen. Vielleicht kann Matej was zu den Förderkulissen sagen. Ich würde einfach die Anmerkung von Herrn Ebel stehen lassen. Er hat recht, es ist so. Und da werden die Politiker gefragt, was zu tun, weil die können uns einfach mal aufarbeiten und es ändert sich ja nichts. Von daher lasse ich das Statement einfach so stehen. Sie haben recht, Herr Ebel. Genau, und es ist ja auch, also ich lese jetzt gerade eine Anmerkung noch aus dem Chat, also dass in Österreich der Unterhalt und kein Ankauf gefördert wird. Mhm. Und das ist ja tatsächlich auch in Deutschland Ländersache und wird ja auch von Bundesland zu Bundesland sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt. Genau. Ich muss mal schnell ein bisschen den Überblick bewahren. Robert, wolltest du noch was sagen? Oder nein, das war's. Danke. Aus Versehen noch mit gehobener Hand. Och, genau, nur für meinen Überblick. Ich hätte jetzt tatsächlich auch noch eine Frage. Die Förderung geht ja ab Herdenschutzhunden über 8 Monate oder 9 Monate. Acht Wochen, Entschuldigung. Ja. Genau, also das verstehe ich mit Abgabe vom Züchter, aber unter 5 Jahre. Gibt es da einen Grund? Mit Sicherheit. Also ich schätze jetzt mal, ich habe die Förderrichtlinie ja nicht mitgeplant, ja. Aber man geht ja davon aus, er ist dann nur bis 8 Jahre einsetzbar. Also es muss ja irgendwie gewährleistet sein, dass er noch was tut, sozusagen. Matej, vielleicht kannst du das auch besser ausführen. Du warst an der Entwicklung mit beteiligt. Nee, das war der Grund, was du gerade gesagt hast, gut, dass okay, man dann einen 9-jährigen Hund fördert.
der zwar nett und gut ist, aber da müsste auch irgendwie Aussicht in die Zukunft sein, dass er ja, anwendbar ist, wenn da eine Förderung fließen sollte. Okay. Also wir hatten vor kurzem auch erst ein Gespräch mit einer Herdenschutzhundehalterin. Oder sagen wir, die Thematik war, was macht man mit Hunden, die nicht mehr einsatzfähig sind? Ja. Oder zu alt sind, und die hat dann etwas belustigt auch gesagt, die Frage wurde ihr noch nie bei ihren Hütehunden gestellt, oder sie kennt auch die Frage nicht aus dem Jagdhundebereich, und auch diese Hunde altern ja und sind irgendwann nicht mehr in voller Kraft einsetzbar zu sein, aber dennoch haben die Hunde ja eine Aufgabe zu erfüllen. Natürlich. Also auch ein alter Hütehund oder auch eben, außer er ist wirklich bettlägerig, aber dann wird er wahrscheinlich auch eingeschläfert, hat ja eine Aufgabe. Und wenn sie eben keine große mehr ist, 24 Stunden bei der Herde zu sein, sondern eben eher am Stall zu sein, eher bei den Lämmern zu sein oder bei der Integration neuer Tiere zu helfen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, und dann übergebe ich gerne wieder an Herdenschutzhundehalter, ist auch ein alter Hund durchaus, hat durchaus eine Funktion und eine Aufgabe am Betrieb. Und das gilt für alle arbeitenden Hunde. Der Michael Sinke wollte was sagen. Du darfst dich gerne frei. Du bist noch stumm? Es ist sicher richtig, dass man so alte Hunde nicht fördert, vielleicht so aus der Perspektive der Förderstelle. Aber ich glaube, ein Hund zwischen 5 und 7 Jahren kann ein absolut guter Anlernhund für junge Hunde sein. Also, und denke ich auch. Den nicht zu fördern ist eigentlich ein Fehler, weil ich glaube, ich sag mal so, also wenn ich mich jetzt betrachte, also Leute, die viele Hunde haben, geben natürlich auch gerne mal einen älteren Hund ab. Und das sind meistens richtig gute Hunde. Und die können natürlich noch vielleicht 2 oder 3 Generationen von Junghunden anlernen. Und ich glaube eigentlich, dass das ein Fehler ist, diese nicht zu fördern. Man könnte ja vielleicht überlegen, ob man sie mit weniger fördert. Aber eigentlich sollte man da vielleicht noch mal so einen Blick haben. Michael, darf ich kurz reingrätschen und dich bitten, dass du kurz sagst, wer du bist? Denn ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, nicht alle wissen, wo sie dich eingruppieren dürfen. Also mein Name ist Michael Sinke. Ich bin aus Thüringen und bin Vereinsvorsitzender von dem Verband Herdenschutz e.V. Ja, und habe doch so einige Erfahrungen mit der ganzen Thematik. Ja, das wäre so das eine. Das andere, jetzt vom Vortrag her, was mir aufgefallen ist, es wird sehr, sehr viele Punkte über Fehlverhalten gesagt, aber es wurde in dem Vortrag, und es fehlt mir generell ein bisschen so in dieser ganzen Schäferschaft, ist oftmals, dass man sagt, oh, der Hund, der taugt nichts. Aber es wird viel zu wenig geguckt, warum der Hund nichts taugt. Der Hund kann auch nichts taugen, weil die Teamzusammensetzung nicht stimmt. Der Hund kann nichts taugen, weil er vielleicht an einer Herde von 20 Tieren ist, und er ist völlig unterfordert mit der Sache, er braucht vielleicht 200 Tiere, dieser spezielle Hund, ja, oder die Koppelgrößen passen überhaupt nicht zum Hund. Da gibt es halt so viele Möglichkeiten, wo, glaube ich, zu wenig hingeguckt wird und oftmals sehr gute Hunde rausgeschmissen werden aus dem System, die an anderer Stelle hervorragend wären. Gebe ich Ihnen recht? Kam zu kurz. Ich hätte vielleicht auch noch mal sagen können, was tut man dann, ne? Oder welche Möglichkeiten hat man dann auf jeden Fall. Also damit habe ich dann eigentlich dieses Fingerspitzengefühl, dieses Hinschauen, diese viele Zeit, die man investieren muss, um zu schauen, passt es, brauche ich ein anderes Team von Hunden, muss er vielleicht bei anderen Nutztieren eingesetzt werden oder so. Also ich denke, da findet sich immer eine Lösung, den Hund irgendwo einzusetzen. Ich denke, das müssen schon richtig krasse Härtefälle sein, dass man sagt, geht gar nicht, nicht brauchbar. Ich finde, auch in der ganzen Diskussion merkt man, wie verschachtelt das doch dann auch ist, und dass es eben nicht damit getan ist, aus einer Arbeitslinie einen Hund zu holen und der dann funktioniert, sondern also, und deswegen auch nochmal vielen Dank für den Vortrag und die verschiedenen Aspekte, die ja wirklich auch die Grundüberlegungen eines Betriebes auflisten, auch zur Integration des Hundes, ich sage es mal, in alle Belange, also sowohl in die Weidetiergruppierung, eventuell eine Gruppierung auch schon mit vorhandenen Hunden,
vielleicht keine Herdenschutzhunde, aber Familienhunde oder Hütehunde. Die Integration in den Betrieb an sich, in die Familie, die ja im Regelfall bei so Betrieben ganz eng mit verwoben ist, und vor allem auch die Integration in die Nachbarschaft. Und ich glaube, das ist vor allem auch ein Thema, das oft ein bisschen hinten runterfällt, weil man sich wahnsinnig viele Gedanken macht, eben also wie kriege ich das in meinem Betrieb hin und wie läuft das und kann ich mir die Kosten leisten, sowohl Anschaffung als ja dann auch Unterhalt, vermutlich der wesentlich höhere Teil des Ganzen. Und dann aber ein bisschen vergisst, dass eben auch Wanderer da sind, dass Nachbarn da sind, dass andere Hunde da sind und uns dann früher oder später vielleicht doch zu Unverständnis zumindest führt und man die Leute da durchaus auch mitnehmen muss. Und das ist auch wieder eine Zeitfrage. Also irgendjemand muss das auch leisten. Deswegen finde ich, ist das durchaus auch Aufgabe von Verbänden und auch von Behörden, die Tierhalter dahingehend zu unterstützen, das abzupuffern. Das kann kein Tierhalter leisten, mit der Gemeinde oder dem Tourismusverband oder wem auch immer Gespräche zu führen, warum er sich und wie er sich die Integration seiner Tiere vorstellt oder warum er sie braucht. Also das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass da ein ganz, ganz enger Schulterschluss stattfindet und eine gegenseitige Unterstützung, gerade auch bei diesen Themen. Letztendlich ist ja eine Aufklärung, warum sowas notwendig ist. Gut, ich schaue noch mal schnell in die Fragen. Also es ist eigentlich nur eine Anmerkung. Empfehlung ist, ab 6 Monaten laufen Junghunde zur Sozialisierung mit älteren Hunden. Ab, kann ich jetzt nicht lesen, Jahren einsetzbar, ab 6 Jahren Senior, ab 9 Jahren Greis, aber noch einsetzbar, gerade hinter Zäunen. Ab 3 Jahren einsetzbar, okay. Ab 6 Jahren Senior und ab 9 Jahren Greis. Mhm. Robert, hast du dich nochmal gemeldet? Okay. Anscheinend nicht. Jetzt, ja. Ich hätte da nur ein anderes Problem. Die meisten Hunde, also wir sehen es ja bei uns vom Verband her, es sind Hunde vermittelt worden. Die meisten Hunde heute haben das Problem, dass die Nachbarn die Hunde nicht haben wollen. Was kann man da vielleicht vom LFU her, kann man da mal Unterstützung geben? Oder ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir haben jetzt einige Hunde wieder, oder kommen wir wieder weg, weil die Nachbarn die Hunde nicht dulden denn. Wäre jetzt meine Frage an euch gewesen, was sind eure Lösungsvorschläge da angehend? Sollen wir hinkommen, Vorträge halten in den Gemeinden zu Gemeindeversammlungen oder was würde wirklich helfen? Also bei unserem ländlichen Bereich ist ja so, da ist ja der Wolf nicht wie in Großteil der Städte gern gesehen, sondern die meisten am Land haben ja eigentlich was gegen den Wolf. Ja. Und wenn ich dann halt komme und sage, jetzt habe ich Herdenschutzhunde, damit der Wolf nichts reißt, ja, dann heißt es, verkauf deinen Hund, schieß mir den Wolf ab, dann ist alles gut. Also wie gesagt, es kann schon mal sein, dass das vielleicht was bringt, wenn man sagt, man macht irgendwelche Versammlungen immer wieder mal in einem anderen Gebiet und vor Ort und klärt auch darüber auf, warum diese Hunde überhaupt gehalten werden. Ja. Weil viele Leute glauben das dem Tier heute nicht, wenn er sagt, ich brauche das zum Schutz meiner Schafe. Die lachen da und was weiß ich, also die können sich das nicht vorstellen. Wenn es vielleicht von behördlicher Seite einmal ein bisschen unterstützt wird oder ich weiß nicht, was ich sagen soll, war das vielleicht kein Nachteil. Mhm. Das war's, ja. Ist notiert. Steffi ist stumm geschalten, aber ich glaube, ich habe Lippen gelesen. Kann ich Anweisungen geben, wie ich will. Danke. Ich habe eigentlich, ich wollte nur dem Micha das. Ja, was kann das LFU tun? Ist ja immer noch die Frage. Das LFU könnte natürlich einfach mal eine Schulung mit den Ordnungsämtern machen. Also einfach eine Aufklärungsarbeit für Ordnungsämter, wie sie mit der ganzen Sache umgehen. Das führt sicher zu vielen Lösungen. Es ist ja auch gut, freilich, wenn es irgendwelche akuten Probleme gibt, da wirklich auch mal so eine Gemeindesitzung zu machen. Aber grundsätzlich fehlt die komplette Aufklärungsarbeit in den ganzen Ordnungsämtern. Das wird sicher in Bayern nicht anders sein. Ja.
ist schon mal eine Anregung. Ja. Notieren. Notiert, es steht drauf. Frau Kräufi hat noch einen Beitrag oder eine Frage? Ja, in dem Fall jetzt der Herr Kroll. Ah, Entschuldigung. aber vorhin war es die Frau Kroll. Ja, also wir haben da eine positive Erfahrung mit der Polizei gemacht, weil da eben auch die Anzeige trotz des Gesprächsangebotes mit einem Anwohner, der tatsächlich 1 Kilometer entfernt wohnte, nichts genutzt hat. Und obwohl der selber Schafhalter ist, hat der uns ausgelacht und meinte, hier gäbe es keine Wölfe. Und wir wohnen hier in Niedersachsen und am Harzrand, wo es also neben Wölfen also auch eine sehr große Anzahl an Luchsen gibt. Und wir hatten eben eine Anzeige bekommen bei der Polizei und die Polizei hatte relativ cool reagiert, hatte dann angefragt bei uns, ob diese Hunde als Schutzhunde eingesetzt sind oder ob das Haushunde wären, die da auf dem Grundstück rumlärmen. Und als wir gesagt haben, das sind Herdenschutzhunde, die zur Bewachung der Schafe eingesetzt werden, haben sie nur gesagt, ja, dann wissen wir Bescheid. Dann geben wir das so weiter und dann ist die Sache für Sie erledigt. Das nimmt dann natürlich solchen Beschwerden auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln, wenn man eben, ich sage jetzt mal, die Staatsgewalt so ein bisschen hinter sich hat. Die Anregung mit den Ordnungsämtern ist natürlich auch eine tolle Sache, was der Herr Sinke jetzt eben schon gesagt hat, dass man da auch mal drauf zugeht und eben auch, es gab ja jetzt in letzter Zeit so ein Negativbeispiel aus Baden-Württemberg, wo ein junges Schäfer-Ehepaar, der Bürgermeister des Ortes, den also ganz klar verboten hat, Hunde auf dem Gelände, das in der Nähe des Ortes zu halten. Und da muss dann eben auch mal die Politik sagen, okay, wenn wir in Bayern, Baden-Württemberg jetzt einen Wolf haben und wir müssen alle lernen, mit dem Wolf zu leben, und dann kann das nicht nur sein, dass die Schäfer damit lernen müssen, mit dem Wolf zu leben, sondern eben auch Anwohner, die dann mit leben müssen, dass da Herdenschutzhunde sind. Oder Esel, die übrigens auch nicht gerade leise sind, dann muss man da eben auch von der Politik aus mal sagen, ja, das ist jetzt halt so, Herdenschutzhunde müssen jetzt hier eben auch mal eingesetzt werden. Das wär's so von mir. Ja, danke, da kommen wir in Bayern hoffentlich noch hin. Niedersachsen ist uns da wahrscheinlich noch ein bisschen voraus. Bei uns ist das wirklich ein ganz, ganz neues Thema. Der Robert wollte noch mal ergänzen. Ich wollte mal ein anderes Thema ansprechen. Es werden jetzt immer nur Betriebe gefördert, die anfangen mit Herdenschutzhunden. Ja. Ich sehe es jetzt zum Beispiel bei mir. Ich habe seit 2017 Hunde. Andere Kollegen haben es vielleicht zum Teil sogar noch länger. Wir haben unwahrscheinlich viel Geld in die ganze Sache gesteckt. Wir haben viel Enthusiasmus gehabt, wir haben viel belächelt worden, wir haben als Spinner aberkannt worden, wir haben zum Teil von manchen Gruppen sogar ausgeschlossen worden. Betriebe, die jetzt anfangen, bekommen eine Förderung. Ich finde es ein bisschen ungerecht, warum nicht auch Betriebe, die schon jahrelang Herdenschutz betreiben und zum Teil was soll ich sagen, Leute beraten, weil zum Beispiel, wir haben öfter mal Leute da, die was sagen, wie, wo, was, warum. Wir setzen da unsere Zeit wieder rein. Warum bekommen solche Betriebe, die das schon lang machen und das mit vorangetrieben haben, überhaupt nichts? Ist schon angemerkt worden bei mir. Haben Sie natürlich gut. Auch recht. Ne? Ist in meinem Hinterkopf. Ja, gut, danke. Also es gibt doch ein paar Anregungen. Ja. Nee, finde ich gut. Ich meine, ne, so lange bin ich noch nicht da und sowas muss ich hören, dass ich darauf reagieren kann. Ja, tatsächlich ist das, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht hintenrum mit dem Nachbarn schimpft, sondern dass man den Kontakt sucht und das auch sagt. Wir sind jetzt ja schon sehr in Details auch gegangen. Das war für den einen oder anderen hier, der sich überhaupt erstmal zu Herdenschutzhunden informiert, vielleicht ein bisschen weit. Ich finde es aber gar nicht verkehrt und gut, dass man da diese Rahmenbedingungen einfach auch nochmal mitbekommt, was das eben mit sich bringen kann, im Guten wie auch im Schwierigen zumindest, mit Herdenschutzhunden zu arbeiten. Gut, war nur eine Anmerkung.
für Brandenburg. Robert, bist du noch gemeldet oder wieder gemeldet? Nein, ich bin nicht gemeldet, aber ich kann die Hand nicht. Doch, jetzt kann ich senken, ja. War nichts, ich will das nur nicht überlesen, übersehen. Jetzt war nichts. Wenn du was sagen willst, sagst du es, sonst kannst du die Hand auch lassen. Gibt es noch Fragen von denjenigen, die noch keine Herdenschutzhunde haben? Ich habe vorhin ja schon gesagt, nutzen Sie die Gelegenheit, auch nochmal nachzufragen, wenn nicht gezielt ans Bayerische Landesamt für Umwelt, dann an andere Herdenschutzhundehalter. Wir haben hier ein paar mit in der Gesprächsrunde, die eben schon seit mehreren Jahren Herdenschutzhunde auf eigene Kosten, muss man ja sagen, angeschafft haben. Und das seit Jahren machen. Ich gehe davon aus, Sie sind zufrieden mit dem Einsatz Ihrer Hunde, sonst würden Sie das nicht bis zum heutigen Tag durchgehalten haben. Dann hätte ich noch eine Frage. Ah, der Herr Schnabel hat eine Frage. Dann lasse ich Ihnen den Vortritt. Okay. Kann man mich hören? Ja, ein bisschen leise, aber ich verstehe Sie. Ich probiere es nochmal. Ja, ich habe jetzt mal eine Frage an die Verbandsmitglieder im Bereich Herdenschutzhund, die heute zugegen sind. Was haben denn die Verbände vor, um jetzt als Verbandswesen vergleichbar mit Jagdhundewesen, JGHV-ähnliche Verbände, die jetzt breit aufgestellt sind und sich nicht nur eines Rassebilds bedienen? Was ist denn da geplant oder was hat man da vor, jetzt einmal als Verband dann zu leisten oder aufzustellen, um jetzt einheitliche Richtlinien für die Nutzung von Herdenschutzhunden irgendwie zu begründen? Das ist eine Frage direkt an Herdenschutzhundeverband, oder? Richtig, also an die Verbandsmitglieder, die dazu was sagen können oder die da jetzt wirklich im Bilde sind, was da jetzt zukunftsträchtig geplant ist. Lassen Sie mich kurz schauen. Ich glaube, es ist nur ein Verband vertreten, oder? Täusche ich mich? Lass mich gern korrigieren, wenn ich die Namen so durchschaue. Ist, glaube ich, heute nur der Verband Herdenschutz. Dann ja. Übergebe ich mal an den Herrn Zinke. Was soll ich dazu sagen? Also im Moment, dann könnte doch vielleicht die Babette Breuer was dazu sagen. Es wird ja jetzt gerade versucht, eine Vereinheitlichung von bestimmten Richtlinien hinzukriegen mit dem BZWW, wo die Verbände mitarbeiten oder zumindest zum Teil mitarbeiten und versuchen, da was auf den Weg zu kriegen. Vielleicht sagt die Babette einfach mal was dazu. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob man mich hier sehen oder hören kann. Hören auf alle Fälle gut. Ja, hören schon. Okay. Jetzt sogar beides, sehr gut. Ja, wunderbar. Dann kann ich natürlich nicht widerstehen, auch mal was zu sagen. Mein Name ist Babette Breuer. Ich arbeite noch beim Bundeszentrum Weidetiere und Wolf, nicht mehr allzu kurzer Zeit ins Leben gerufen wurde und kümmere mich dort schwerpunktmäßig auch um das Thema Herdenschutzhunde. Zu dem Thema bin ich über Umwege gekommen, weil ich an einer Veranstaltung vom Verband Herdenschutz auch mal teilgenommen hatte und auch zu einem Arbeitskreis Herdenschutzhunde eingeladen wurde, mit dem wir jetzt momentan eine Sachkunde Herdenschutzhunde auch erarbeiten wollen, eine Broschüre. Das ist ein Versuch, die unterschiedlichen, sage ich mal, Sachkunde- oder Halterschulungen der vier Verbände, die es in Deutschland gibt, zusammenzufassen, auch basierend auf anderen Informationen, zum Beispiel aus der Schweiz, die ja auch Pionierarbeit geleistet haben, das alles zusammenzubringen. Ob uns eine Vereinheitlichung tatsächlich gelingen wird, weiß ich nicht. Aus der Erfahrung wissen sicherlich alle Teilnehmer, dass das etwas schwierig sein kann mit 16 verschiedenen Bundesländern. Und auch die Vereine haben da bundeslandspezifische Herangehensweisen und auch unterschiedliche Programme.
Große Unterschiede konnten wir jetzt in der Erarbeitung der Broschüre nicht feststellen. Also es gibt ein, sagen wir mal, gemeinsames Grundrauschen und wir versuchen eben auch das auf einer wissensbasierten Grundlage zusammenzuführen und dort auch die vier Verbände mit zu berücksichtigen und sind mit dem in Kontakt. Was die anderen Sachen angeht, was Förderrichtlinien angeht, da können wir als Bund natürlich überhaupt nicht mitsprechen. Das ist und bleibt Ländersache und versuchen aber dort auch grundsätzlich eine gewisse Vereinheitlichung auch mit zu gestalten, damit es eben nicht zu so unsäglichen Sachen kommt, dass eben gerade in den Grenzgebieten, dass es in dem einen Land so, in dem anderen anders gefördert wird, was dann natürlich auch zu Unverständnis und nicht gut ankommt, sagen wir mal so. Vielen Dank für den bundesweiten Überblick und Ansatz. Ich denke, halt die Prüfung der Hunde ist ja ganz eng auch an die Förderung gekoppelt. Ohne Prüfung keine Förderung. Deswegen ist das, glaube ich, eine starke Herausforderung, diese Prüfungsordnungen eben so einheitlich zu gestalten, auch von den Verbänden oder im Bundeskontext, dass die Förderung dann eben auch in den einzelnen Ländern anerkannt wird. Dafür hätte ich vielleicht nachher nochmal eine bayerische Frage und übergebe jetzt aber nochmal schnell an den Michael. Also das wäre natürlich die Frage, was meint der Herr Schnabel eigentlich und um was geht's? Geht es jetzt um irgendwelche Lehrgänge? Geht es ihm um Hundeprüfungen oder um was geht es ihm? Also zu den Hundeprüfungen muss ich sagen, mit der Vereinheitlichung, es wäre eigentlich auch mal gut, wenn die Länder mal eine Aussage machen, was wollen sie? Weil es ist jetzt also so bei uns jetzt im Verband, manche Länder erkennen die Prüfung jetzt an, manche erkennen sie nicht an. Es ist alles ein ewiges Hickhack und hin und her. Ich finde es schon fast sinnlos zurzeit. Wenn es mal so gemacht würde, wie es halt früher beim TÜV war, dass irgendwann mal gesagt wird, wir wollen hier Bremsen geprüft haben und eine Reifendicke und dies und das. Und wer Bremsen prüfen kann und eine Reifendicke, der kann prüfen. Ich glaube, das ist dringend nötig, dass da die Länder einfach mal eine Vorgabe geben, um was geht's denn? Ich glaube, im Wesentlichen geht es den Ländern wahrscheinlich um, ja, keine gefährlichen Hunde zu haben. Davon gehe ich mal aus, dass es so in diese Richtung eigentlich geht. Sollte natürlich auch sicher darum gehen, dass man sagt, tierschutzrechtlich sollten die Hunde natürlich auch so ausgelegt sein, dass sie dann keine Schafe angreifen, reißen oder verletzen oder andere Weidetiere. Das sicher auch. Aber ich glaube, da müssten die Länder einfach mal sagen, um was geht es denn hier eigentlich? Frage geben wir dann gleich weiter an die Vertreter des Bundesland Bayern und den Herrn Schnabel bitte ich nochmal nachzufragen oder konkreter zu fragen oder zu ergänzen. Herr Sinke, weil Sie gerade gefragt haben, um was geht es mir eigentlich? Ich bin jetzt seit 25 Jahren im Jagdhundeverband bzw. bei Jagdhunden tätig, auch beim Prüfungswesen familiär immer dabei und eingebunden gewesen. Und mir geht es jetzt wirklich darum, vielleicht einmal zu initiieren, dass man als Verband auch einmal zuchttechnisch eine gewisse Überwachung, wie es in allen anderen Jagdhundeverbänden auch läuft, dann vielleicht einmal ranbringt, um eben dann im Bereich Form- und Leistungszucht und eben, jetzt salopp gesagt, funktionierende Hunde mal einen gewissen Stamm aufzubauen. Weil also von allem, was ich bisher mitbekomme, scheint es da jetzt noch recht, in Anführungszeichen, wild zuzugehen und recht unkontrolliert. Und wo Menschen sind, da Menschen, das ist das eine. Aber dass man halt wirklich irgendwo sich auch an bestehenden Strukturen vielleicht damit bedient, um dann wirklich im Programm Herdenschutzhund dann auch funktionierendes Material liefern zu können. Micha, möchtest du direkt darauf eingehen? Ja, das würde ich machen. Also zu der Sache kann ich eigentlich sagen, es gibt ja vier Verbände, es gibt aber eigentlich nur zwei Verbände, das ist der Brandenburger Verband und unser Verband, die überhaupt in Richtung, sage ich mal, Zucht was machen. Bei uns sieht es jetzt gerade so aus, dass wir im Verband alle Hunde erstmal erfassen in einem Programm,
was auch dahingehend ist, dass das Programm dann auch einzelne Verwandtschaftsgrade, dass man das abrufen kann direkt mit dem Programm, wie weit ist dieser eine Hund mit dem anderen verwandt, sowas in der Richtung. Ja, mit diesen ganzen HD-Untersuchungen, da sind wir erst ganz am Anfang. Da fangen wir an, weil es sich ja auch, sage ich mal, um eine ganze Reihe von Rassen handelt. Ja, wir sind jetzt dabei, einfach so einen Rassebetreuer zu machen, dass das ein bisschen aufgeteilt wird im Verband. Ja, und dann muss man halt gucken. Also es ist sicher auch immer wieder viel natürlich abhängig von den einzelnen Haltern, weil selbst bei irgendeiner Prüfung, wo man guckt, ja, ist der Hund denn überhaupt zuchttauglich oder auch bei einer Herdenschutzhundprüfung, es sind alles nur Momentaufnahmen. Der Hund kann an dem Tag super funktionieren. Ich kann auch einen Hund, der Schafe frisst, an einem Tag in eine Schafherde tun und kann dem Prüfer vorgaukeln, der Hund funktioniert. Der wird an diesem Tag vielleicht kein Schaf reißen, aber in der nächsten Nacht vielleicht schon wieder. Und genau so weiß man natürlich nicht, was hat dieser einzelne Hund im Betrieb in seiner Pubertätsphase gemacht. Hat er da nochmal diesen Ausraster gekriegt, dass er gar nicht mehr ging? Oder ist das einfach ganz glimpflich vorbeigegangen und der Hund hat immer funktioniert? Das sind alles Sachen, die sind eigentlich im Wesentlichsten abhängig von der Ehrlichkeit der Halter. Ansonsten geht das gar nicht. Dann übergebe ich jetzt mal kurz das Wort an die Katharina Mikschel und Herr Schnabel, Sie dürfen dann dran anschließen. Kein Ton. Hallihallo, jetzt. Genau, ich wollte auch noch was sagen zu dem Vergleich zwischen Jagdhunde, Zucht- und Prüfungsgeschehen und Herdenschutzhunden, weil ich glaube, es sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Also grundsätzlich gibt es Jagdhunde, ja, viele verschiedene Rassen, die seit vielen, vielen Jahrzehnten gezüchtet werden, in vielen, vielen Zwingern mit speziell verschiedenen Aufgaben. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es wenig Herdenschutzhunderassen gibt, aber die Arbeitsweise ist eine ganz andere und auch die Lage, die wir gerade haben, egal ob das jetzt auf Bayern, auf Deutschland, auf Mitteleuropa, auf Österreich oder so bezogen ist, unterscheidet sich grundsätzlich von Jagdhunden und Jagdhundewesen. Und ich denke, da ist auch ein Blick über den Tellerrand vielleicht ganz lohnenswert, wenn man schaut, wo in welchen Ländern sehr, sehr erfolgreich mit Herdenschutzhunden gearbeitet wird. Und zwar, ich sage mal, schon länger, weil durchgehender als bei uns, dann sind es nicht Länder, in denen eine Zucht- und Prüfungsordnung, wie sie bei uns im Jagdhundewesen üblich ist, vorherrscht, sondern wer funktioniert, gewinnt. Es ist da meistens, und klar denke ich, ganz so, wir werden wahrscheinlich keine rumänischen oder spanischen Verhältnisse in Bayern wollen oder erreichen. Aber ich glaube, dass es ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen wäre, jetzt so eine Jagdhunde-Zucht- und Ausbildungsschablone über die Herdenschutzhunde zu legen. Dann ist der Herr Schnabel nochmal bei mir an erster Stelle. Da muss ich Ihnen, Frau Mitchell, jetzt mal widersprechen. Ich verweise hier mal auf den VDD. Herr Sinke, wenn Sie da mal Kontakt aufnehmen, die sind alle sehr aufgeschlossen im Verband. Der Verband operiert aus Deutschland heraus mittlerweile mit Ablegern europaweit. Und es geht ja nicht darum, dass ich leistungsmäßig, wie wir vorhin im Vortrag schon gehört haben, dem Herdenschutz und Sachen abverlangen, wie der Jagdhund abverlangen muss. Nur, wie wir es auch gehört haben, es gibt angewölfte Sachen bei einem Hund. Und ich denke, da wird man auch jeder, der Herdenschutzhunde hat oder auch schon gezüchtet hat, zustimmen. Nicht jeder Hund, der auf die Welt kommt, hat die gleichen Voraussetzungen, hat das gleiche Wesen, hat das gleiche Ausgangsmaterial, um eben dann Aufgaben für uns zu erfüllen. Es sind immer noch Tiere und Zucht heißt, irgendwo einen Hund darauf hin anzupassen oder hin zu züchten, dass er für die Aufgaben, die er erfüllen soll, funktioniert. Und wenn man sich nicht, wie gesagt, diesen kompletten, da gebe ich Ihnen recht, kompletten
straffen Rahmen, der im Jagdhundewesen vorherrscht, wirklich eins zu eins übertragen will. Das klappt nicht, da gebe ich Ihnen recht. Aber man kann sich durchaus Grundzüge eventuell aneignen und das Ganze mit überprüfen. Und weil Sie gerade Spanien angesprochen haben, schauen wir uns da unten Hunde an, die zu verschiedenen Zwecken benutzt werden, zum Beispiel Galgos. Sie haben es angesprochen, wer funktioniert, der bleibt. Und genauso schaut es da unten ja aus. Ich meine, da lasse ich halt den Hund dann am Saisonende Klavier spielen an irgendeinem Baum, wenn jeder weiß, was das heißt. Das sind, glaube ich, keine Verhältnisse, die wir in Deutschland wollen oder auch nur ansatzweise dulden können. Also wir sollten da schon irgendwo längerfristiges, tragbares System integrieren. Und wie gesagt, die Grundzüge dazu wären vorhanden. Und man braucht sich ja jetzt nicht ein Dogma auferlegen, was, wie Sie es schon sagen, mit Kanonen auf Spatzen schießen. Aber einfach, um vernünftige Hunde auf die Fläche zu bekommen, wären Sachen wie ein Zuchtbuch oder wie es der Herr Singe angesprochen hat. Also wichtig natürlich Verwandtschaftsgrade von Hunden bei Verpaarungsversuchen ist da schon irgendwo wichtig und irgendwo, ja, also finde ich gut, dass sowas ja schon mal angedacht ist. Micha? Eine Frage wäre noch, was ist VDE? Zuerst mal. VDD, Verein Deutscher Rater. Das ist der Dachverband für Vorstehhunde in Deutschland. Hat auch den Hintergrund, hat ja mehrere, also Deutsch-Strata ist zwar drin, aber über das Prüfungswesen des VDD laufen eben eigentlich fast alle großen Vorstehhunderassen. Also kennen Sie ja bestimmt oder schon mal gehört. Also da wären wirklich ja Grundzüge im Vereinswesen auch vorhanden in Sachen Zucht, in Sachen Prüfung und Prüfungswesen. Wie gesagt, da hier zum Beispiel, um das Ganze vielleicht deutschlandweit mal als Anregung zu sehen, wenn wir die Hegewaldprüfung im VDD nehmen, das ist eine Jugendanlageprüfung, wo man dann überhaupt einmal sieht im ersten Jahr, okay, bei den Herdenschutzhunden über mehrere Tage, wie gesagt, diese Hegewaldprüfung läuft ja tatsächlich mehrere Tage hintereinander, um eben dieses punktuelle Sichten des Hundes auszuschließen, heute ist er gut, morgen ist er schlecht, sondern wirklich über 3-4 Tage die Hunde in verschiedene Disziplinen zu prüfen, um so auch eine gewisse Wesensgrundlage auf jeden Fall nachweisen zu können. Ja, aber trotzdem ist doch, eine Jagdhundprüfung ist doch ein begrenztes Schauen eines Bereiches, in dem man dann sagt, der Hund macht die Arbeit oder der macht die Arbeit nicht. Das ist so mit dem Herdenschutzhund nicht möglich, weil der ist ja nun 24 Stunden da im Einsatz und es ist, also ich erlebe es zurzeit ganz oft, auch bei Junghunden, man gibt sie in irgendeinem Betrieb mit einem Althund zusammen. Ich habe das jetzt auch gerade gehabt in Hessen. Dieser Junghund, der eigentlich Anlernhund ist von dem Althund, der hat dort 2,5 Monate funktioniert. Und mit einmal, an einem Tag, fängt er an und fängt dann an, eine Ziege anzustänkern. Ja, und am zweiten Tag auch nochmal. Und dann muss der Hund natürlich wieder da raus. Aber das ist doch was ganz anderes, wie zu gucken, ob ein Jagdhund funktioniert. Der kann sicher einen schlechten Tag haben, aber dann funktioniert er eben am nächsten oder übernächsten Tag gut. Und wenn er gar nicht funktioniert, dann funktioniert er nicht. Aber das kann man bei einem Herdenschutzhund so nicht sagen. Das ist eine schwierige Sache. Das geht eigentlich wirklich nur mit der Ehrlichkeit der Besitzer. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Die andere Sache, die jetzt bei dieser ganzen Zuchtsache in den Ländern immer noch ist, wird ganz groß geschrieben, der Hund soll aus einer Arbeitslinie kommen. Also ehrlich gesagt, ich greife mich da wirklich immer am Kopf. Weil wenn der Hund wirklich aus einer Arbeitslinie kommt, nehmen wir mal Spanien an oder irgendein anderes Land, dann hat dieser Hund eins. Er hat keine Papiere. Wenn er Papiere hat, dann kommt er aus einer FCI-Linie oder irgendwo. Und wenn er nichts hat, wenn er einfach nur vom Schäfer ist, dann kann das nie nachgewiesen werden. Dann können es die besten Hunde sein, weil sie einfach nichts haben. Und dieses aus Arbeitslinien, ich glaube, das ist so ein irgendwie hohles Wort, dass man sich da mal wirklich eine Gedanken machen müsste, was will man denn eigentlich? Weil so bringt es nichts. Herr Schnabel, ich übergebe Ihnen jetzt gleich nochmal ein... Wollen Sie noch was sagen? Ah ja, doch. Ein kurzes Wort. Ich möchte nur kurz anmerken, wir haben uns heute hier getroffen für einen ersten kurzen Einblick und Überlegungen, ob man überhaupt mit dem Gedanken weiterspielt, mit Herdenschutzhunden arbeiten zu wollen oder nicht. Und wir sind schon bei den schwierigen, herausfordernden Fragen der Zucht gelandet. Ich möchte nur alle, die gerade
bei den ersten Gedanken mit Herdenschutz sich beschäftigen oder mit Herdenschutzhunden sich beschäftigen, die nicht überfordern und dann auch mal kurz darauf hinweisen. Herr Schnabel, wollten Sie es noch mal ergänzen? Einfach nur, also Herr Sinke, ja, dass natürlich das Prüfungswesen oder dass die Kontrolle der Arbeit der Herdenschutzhunde nicht an einem Tag zu absolvieren ist, da gebe ich Ihnen recht. Aber wie gesagt, wenn ich zum Beispiel hergehe und bei jungen Hunden eine Anlagenprüfung stattfinden lasse, eben wie Sie es gerade gesagt haben, bevor sie eigentlich wirklich in die Betriebsarbeit übergehen, die Hunde da prüfe und dann gegebenenfalls Auflagen drauf gebe, dass die Hunde nach einer gewissen Zeit in Betrieben, 1 Jahr, 2 Jahren, 3 Jahren, wie Sie es auch vorhin gesagt haben, nach der Integrationsphase, dann nochmal geprüft werden. Zum einen auf Hinblick der Zucht, was hat sich bei dem Hund wirklich entwickelt? Zum anderen, okay, um überhaupt auch mal ein funktionierendes, darstellbares Netz, eben, wie es jetzt gerade gesagt worden ist, für die junge, interessierte Generation an Schafhaltern oder eben frische Herdenschutzhundehalter-Generation zu bieten, dass ich da gewisse Sicherheit haben kann, zu Leuten zu kommen, die mir da auch wirklich fundiert, wirklich gute Hunde vermitteln können und auch die Arbeit mit den Hunden zeigen können. Und da denke ich, ja, um den Leuten die Angst zu nehmen, ist, glaube ich, die Kommunikation unter den Leuten unglaublich wichtig, auch einmal selber vernetzt zu sein und in die Betriebe reinschauen zu können oder sich auszutauschen in den Betrieben, um das darzustellen. Ja, genau. Also das mit der Vernetzung und dem Austausch und dem Besuch der Betriebe, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz essentieller Hinweis. Macht man ja bei der Anschaffung von anderen Tierarten auch, sich erstmal einzuarbeiten und Informationen auszutauschen. Ich lese mal gerade noch eine Ergänzung aus dem Chat vor. Ich weiß nicht, ob das jeder mitverfolgt, den Chat. Also ergänzend, es gibt ja eben die besagten 4 Herdenschutzhundeverbände in Deutschland zumindest. Ergänzung ist hier, die AG Herdenschutzhunde hat eine Zucht- und eine Prüfungsordnung und die Zucht untaugliche Hunde ausschließt, diese gegebenenfalls als Arbeitshunde zulässt und regelmäßig überprüft, Inzuchtgrade bemisst und etliches andere ebenfalls erfasst. Also nur so ergänzend mit dem Blick in einen anderen Verband. Keine Frage. Dann der Micha nochmal. Also ich kann nur mal sagen, wie ich das mache. Ich verborge gern Hunde, auch kostenfrei, einfach mal eine Saison in einem Betrieb, der vielleicht einen Übergriff hat und welche braucht. Und wenn diese Hunde in dieser Saison hervorragend funktionieren, meistens funktionieren sie so, dass die Leute mir die Hunde dann gar nicht wiedergeben wollen, dann weiß ich nach dieser Saison, ich kann diesen Hund einfach auch wohin geben. Also er funktioniert auch einfach woanders. Er bleibt den nächsten Tag bei diesem Schäfer, bleibt den nächsten Tag bei diesen Tieren und das eine ganze Saison lang. Und danach kann ich sagen, okay, das ist hier ein guter Hund. Und den kann ich auch wieder in den nächsten Betrieb geben oder in den dritten. Der Hund funktioniert einfach, der macht seine Arbeit wie von alleine. Aber das ist ein langer Weg und ich würde sagen, mit solchen Hunden sollte man dann züchten, wenn die das erfüllen und wenn die auch diese, sag ich mal, Pubertätsmacke nicht haben. Und dann müssen sie natürlich eben auch noch HD-ED-frei sein und sollten auch keine anderen Krankheiten haben. Und ich finde auch, was man da auch noch Wert legen sollte, das merke ich jetzt auch immer mehr. Ich habe zum Beispiel 2 Rüden, die sind 7 Jahre alt. Der eine ist wie ein alter Opa, der andere ist wie ein junger Hund. Ich glaube, man sollte auch auf so eine Langlebigkeit noch einen Wert legen, dass die wirklich also bis ins hohe Alter einfach auch noch gut, agil funktionieren können. Danke für den Hinblick. Ich hätte noch eine Ergänzung aus dem Chat. Wir haben ja jetzt viel über die Hunde gesprochen und wir reden hier im Regelfall davon, dass die Hunde hinterm Zaun stehen. Es gibt aber vor allem ja im alpinen Bereich, also auch in kleinen Bereichen in Bayern, eben dieses Zaunsystem aus diversen topografischen oder auch geschichtlichen Gründen nicht. Ein Angebot, und ich sehe hier schon unsere nächste Referentin für ein Treffen im Herbst. Ich lese es mal kurz vor, wenn es von Interesse ist, zum Thema Öffentlichkeitsarbeit und Blick in die Schweiz. Ich bin diesen Sommer im Rahmen der Schweizer Schafhirtenausbildung mit 1000 Schafen und 4 Herdenschutzhunden und 3 Hütehunden in Graubünden auf einer Alp. Es wird dort nicht gezäunt. Ich gebe einen Erfahrungsbericht, wenn gewünscht. Ich melde mich schon mal an. Ich suche
immer Referenten und Referentinnen. genau. Ich würde es mir gern live anschauen. Wir machen alle eine Exkursion dahin. Ja. Das sind tatsächlich, da sind wir jetzt gar nicht so im Detail eingegangen, das ist eben für die ersten Überlegungen vielleicht auch gar nicht so wichtig, aber tatsächlich auch eine Herausforderung, eben die Tiere oder die Herdenschutzhunde nicht hinter Zaun zu halten, sondern eben im alpinen Gelände oder eventuell dann auch im stark touristisch frequentierten alpinen Gelände mit der Herde ziehen zu lassen oder zu hüten. Also mit Hütehunden zu hüten, aber die Herdenschutzhunde dabei zu haben. So meine ich das. Gut, hier ist keine Frage mehr, nur noch eine Anmerkung. Gibt es noch Fragen? Gibt es noch Anregungen? Gibt es noch Einladungen von Herdenschutzhundebetrieben an diejenigen, die sich das mal anschauen möchten? Oder besteht da überhaupt Interesse dran? Ich denke mal über die Caroline Schnabel, deren Adresse Sie jetzt alle kennen, ist die Vernetzung bestimmt auch gut. Vielleicht auch als Gruppe, muss ja nicht jeder einzeln kommen, sondern wenn sich da eine Gruppe findet. Wir können das vom Projekt gerne unterstützen, aber das geht natürlich auch als Organisation über das Landesamt für Umwelt. Jetzt schaue ich gerade nochmal. Keine Fragen, keine Anmerkungen? Gibt's denn nicht. Robert? Ja, ich habe nur erstens eine Anmerkung zur Zucht. Das ist nicht alles so, wie das der Herr Schnabel sagt. Einen deutschen Schäferhund hat man kaputt gezüchtet, mit lauter Prüfungen, mit lauter Schönheitszuchten. Deutsch-Drahthaar ist nicht recht viel weiter davon entfernt. Bei den Schäfer war es so, der altdeutsche Schäferhund hat niemals Prüfungen abgelegt. Da ist der beste Hund mit dem Besten wieder weiterverbaut worden. Da hat man auf Langlebigkeit geschaut, da hat man geschaut, passt der in die Herde, und dann haben zwei Nachbarschäfer einen passenden Hund gehabt, dann haben wir den verbaut. Wir haben Hunde dabei mit 16, 17, 18 Jahren, die alle Tag seine Dienst tun, die alle Tag vielleicht 40, 50 Kilometer laufen. Kommt ihr mit euren Jagdhunden nicht hin, da kommen andere mit ihren deutschen Schäferhunden nicht hin, weil die nach 5 Jahren der Hüfte fertig sind. Warum muss man immer alles zu Tod untersuchen, zu Tod? Lasst doch die Hunde Hunde sein, die Besten mit den Besten verpaaren. Und das war die beste Voraussetzung, die wir jemals gehabt haben. Ausstellungen und Prüfungen und Scheiß und Bohr, das macht nur die ganze Zucht kaputt. Das ist meine Anmerkung noch zu dem, was der Herr Schnabel sagt. Also wir haben keine Jagdhunde, wir haben Schafhunde, und auch ein Herdenschutzhund lässt sich nicht rumkommandieren. Ja, wenn ich den heute zu Kommandos verpflichte, dann ist er nicht mehr fähig, draußen eigenständig zu arbeiten. Der Hund muss draußen selber entscheiden. Der ist nicht mehr ein Jagdhund, der wo vorausstöbern muss, wenn der sagt, Zug voran, dass der sein Wild aufstöbert. Der Herdenschutzhund muss draußen alleine arbeiten, und zwar 24 Stunden am Tag. Und darum lasst die Hunde so, wie es haben, und verlangt nicht zu viel für die Hunde. Man sieht doch, ob die Hunde funktionieren oder nicht, und alles andere ist für mich Humbug. Danke. Ich wollte vorher vielleicht, um da nochmal einzuhaken auf diese Jagdhunde- und Herdenschutzhunde-Sache. Ich glaube, das haben wir jetzt auch ein bisschen gemerkt. Der Charakter, also ich bin Jägerin und ich bin Schafhalterin und habe viel mit Jägern und Jägerinnen und viel mit Schafhaltern und Schafhaltern zu tun. Und ich würde sagen, es handelt sich um zwei unterschiedliche Menschenschläge. Und deswegen glaube ich, ist die Jagdhundezucht so, wie sie ist. Und die ist schon so gut so, wie sie ist, am richtigen Fleck. Aber ich glaube, dass Schafhalter einfach auch ein anderer Schlag Mensch sind, anders an Sachen rangehen. Jetzt, wenn man die Schublade aufmachen will und Leute da reinstecken. Weil natürlich gibt es überall eine Bandbreite. Aber ich glaube, das erklärt auch so ein bisschen die unterschiedliche Herangehensweise, was ja auch passt, was ja auch gut so ist, wenn es alle auf ihre Weise machen. Die Frau Breuer hat sich nochmal gemeldet. Jetzt weniger zur Zucht, sondern insgesamt zu Prüfungsvorgaben, Papiere, die man beibringen muss, sind so Gedanken, die wir auch im Bundeszentrum Weidetiere und Wolf uns auch immer wieder gestellt haben.
An was macht man das tatsächlich fest? Und natürlich ist es seitens der Behörde, ich bin auch in der Behörde, immer wunderbar, wenn man irgendein Zertifikat zur Hand hat und dann die Fördergelder fließen lassen kann und sagen kann, ja, er hat es mir nachgewiesen. Aber was ich so in den Gesprächen und auch aus unseren Workshops mitgenommen habe und was Herr Sinke vorhin eigentlich auch gesagt hat, ist, dass man die Qualität von den Tieren ja nicht notwendigerweise nur an diesen Papieren festmachen kann, sondern wir würden als Empfehlung auch immer rausgeben, schauen Sie sich die Tiere, schauen Sie sich den Betrieb vorher an. Wie hält er seine Hunde? Wie erfolgreich ist er auch mit den Hunden? Macht er Eindruck oder ist er auf, sind Sie vielleicht auf Empfehlungen auf den Betrieb gekommen mit der entsprechenden Erfahrung? Und das ist ja auch immer ein Vertrauensverhältnis, wenn Sie die Tiere irgendwo kaufen. Also geht es dann weniger um den, ja, sage ich mal, Ausweis, den die Tiere mitbringen, sondern auch ein Stück weit um die Person, die ihn verkauft und die entsprechende Erfahrung mitbringt und vor allen Dingen, die sie auch begleitet, wenn sie Hunde neu auf den Betrieb mitnehmen. Es nützt ja nichts, wenn sie irgendwo für vielleicht auch gutes Geld sich einen Hund bestellt haben und dann damit alleine gelassen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass Frau Schnabel, auch wenn sie nur für Bayern zuständig ist, mir durchaus beipflichtet, dass selbst Bayern abzudecken als eine Person und immer vor Ort zu sein, schwierig ist. Und je mehr Leute da auch beratend zur Seite stehen können, desto besser. Deswegen kommt es nicht immer nur auf die Papiere an, sondern insbesondere auch auf, sage ich mal, das Backup oder die Leute, die da im Hintergrund auch tätig sind. Dankeschön. Der Herr Schnabel wollte noch mal ergänzen. An Robert und auch an die Frau Mitchell. Das, was die Frau Breuer gerade gesagt hat, ist genau das, was ich meine. Ich meine nicht, dass man hergehen soll und sich dieses eben Dogma irgendwelcher ja, totgezüchteten Rassen auferlegen sollte, sondern um eben eine vertrauenswürdige Basis zu schaffen. Und da ist nicht das Papier wichtig, sondern, wie es die Frau Breuer gesagt hat, der Mensch und die Hunde, die da dahinter stehen und das Ganze kontrollieren. Und zu der Aussage, ja, man hat die Besten mit den Besten verpaart, das ist völlig richtig und da stehe ich auch dahinter. Nur es sind eben vertrauenswürdige und ja engagierte Menschen wichtig, die da sind, um auch wirklich festzustellen, was ist das Beste. Und genau die Menschen, die das nicht sind, haben eben Verbände kaputt gemacht oder Rassen kaputt gemacht, wie den deutschen Schäferhund. Aus Eigeninteresse, aus ja, Geldgier, aus verschiedenster Weise, sondern wirklich umherzugehen und zu sagen, was ist wirklich das Beste und da vertrauenswürdig ja, Leuten, die sich für die Herdenschutzhundehaltung interessieren und Herdenschutzhund was anbieten zu können. Gut, danke. Herr Kroll oder Frau Kroll oder beide? Ja, wieder Herr Kroll diesmal. Ich habe ein bisschen Probleme mit meiner Kamera. Ich hoffe, ich kriege sie ja irgendwann nochmal an. Ich würde gerne nochmal auf was zurückkommen, was vorhin die Frau Schnabel so in ihrem Eingangsvortrag gebracht hat und was Herr Sinke auch nochmal angesprochen hat. Bevor man sich jetzt in irgendwelchen Prüfungsordnungen und in Zucht verliert, jetzt gerade für Anfänger, finde ich es doch eigentlich auch wichtig. Ich kann also den Hund aus der allerbesten Zucht haben und setzt den dann in eine Herde von Schafen, die vorher im schlimmsten Fall noch einen Wolfsangriff überlebt haben und zu eher so flüchtig, ich sage jetzt mal, eine flüchtige Schnuckenherde und setze da jetzt den bestgezogenen jungen Hund rein, den ich kriegen kann mit 18 Monaten, der hat kaum Erfahrung. Und ringsrum ist ein Wolfsrudel mit 8 Mitgliedern und die, selbst wenn er hinterm Zaun ist, die schüchtern diesen Hund so dermaßen ein, dass der eigentlich nur versagen kann. Ich finde, man sollte früher mal einsteigen zu sagen, unter welchen Voraussetzungen kann auch ein Hund, der jetzt vielleicht genetisch auch nicht die allertollsten Voraussetzungen mitbringt, trotzdem ein vernünftiger Herdenschutzhund werden. Und da kommt mir viel zu kurz auch mal zu sagen, dass auch die Weidetiere eben eine große Rolle spielen, weil wir da nämlich auch große Probleme gehabt haben. Wir haben nämlich Schnucken gehabt, die jetzt Hütehunde kannten und den Hütehunden auch tatsächlich mehr vertraut haben als dem Herdenschutzhund, den sie überhaupt nicht einschätzen konnten und die auch zum Hund eben kein unbedingt eine Sozialisation hatten, die auch keinen Kontakt zum Hund wollten.
ich habe es jetzt bei einer Bekannten erlebt, die hatte eben auch zwei Hunde aus dem Tierheim genommen, zwei Herdenschutzhunde, hatte aber das Glück, eben ein Schaf zu haben, was mit Herdenschutzhunden aufgewachsen ist, in dem Fall durch Zufall bei uns. Und dieses Schaf wusste, wie sich die Hunde zu verhalten haben, hat die Hunde also gemaßregelt, wenn die Blödsinn gemacht haben, wenn die zu hektisch waren, hat andererseits aber auch den Kontakt zu den Hunden gesucht, sodass die eben auch einen Ansprechpartner in dieser Schafherde hatten. Und dadurch hat sich das alles beruhigt. Und wir haben das selber auch erlebt, dass eben auch solche Tiere, solche Weidetiere extrem wichtig sind, damit dieser junge Hund auch eine Chance hat, überhaupt Kontakt zu diesen Weidetieren zu bekommen. Und eben nicht nur verprügelt wird oder die Schafe von hinten sieht, wenn sie vor ihm davon stürmen, sondern eben auch, dass man das auch mal berücksichtigt oder auch berücksichtigt, dass ich eben keinen jungen Hund in eine Situation bringe, der er überhaupt nicht gewachsen ist, wo da vier Wölfe vor dem Zaun stehen und sagen, komm raus, wir fressen dich. Und der Hund hat nachher nur noch Angst und versteckt sich in den Schafen schlimmstenfalls. Solche Sachen sollten auch mal zur Sprache gebracht werden, wie viel Arbeit es macht am Anfang, die ersten 2 Jahre, kann man sagen, wenn man einen jungen Hund hat, weil die wenigsten können sich einen ausgebildeten Hund kaufen. Wo soll man den denn herkriegen? Ich meine, einen guten ausgebildeten Hund gibt es höchst selten und wenn, dann zu einem horrenden Preis. Man kriegt also eher mal einen Welpen und da muss man dann sich klar sein, wie setze ich den Hund jetzt so in die Herde rein, dass der eine Chance hat, eine reelle Chance hat, auch einen vernünftigen Job zu machen und in seine Aufgabe reinzuwachsen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da muss einem auch klar sein, dass man jeden Tag 3-4 Stunden mit dem Tierchen auf der Weide verbringen muss, wenn dass man eben Fehlverhalten, was Frau Schnabel ja in ihrem Vortrag auch gebracht hatte, dass so ein Fehlverhalten gleich im Keim erstickt wird, weil wenn es erstmal aufgetreten ist, ist es schwierig, wieder rauszukriegen. Und ich finde, da sollte man viel mehr früher einsteigen als jetzt mit Zucht und irgendwelchen Leistungsnachweisen und so weiter, eben die Halter aufzuklären, was braucht es, damit diese Hunde überhaupt vernünftig arbeiten können. Und das kommt mir wirklich viel zu kurz und das wird leider auch von manchen Herdenschutzhundverbänden also so kommuniziert, das habe ich selber erlebt, wir haben so einen Hund bekommen, setz ihn in die Herde und sei glücklich, der macht das schon. Und der machte das nicht, der war nämlich überhaupt nicht sozialisiert, auf gar nichts, der kannte nichts und hatte vor allem Angst. Also das sollte man, finde ich, noch viel mehr gerade Anfängern an die Hand geben, wie bringe ich den Hund dazu, dass er Erfolg haben kann und dass ich auch einen erfolgreichen Hund habe und weniger, welche Voraussetzungen müssen jetzt an den Hund gestellt werden. Ja, vielen Dank für den Einblick und die Erfahrung. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Robert, du wolltest noch was sagen? Ja, ich möchte nur dazu sagen, was der Herr gesagt hat. Ich habe vor 2 Jahren einige Hunde nach Thüringen verkauft. Die sind in der Wolfsgebiet gegangen. Ich war da 8 Tage oben und habe die Hunde integriert. Ich finde, wenn man halt fertige Hunde verkauft oder selbst wenn man Welpen abgibt, muss der Vorbesitzer oder sollte der Vorbesitzer schon am Betrieb mit dort sein, weil die neuen Besitzer sind so und so überfordert. Die Tiere sind überfordert, wenn das gleiche Hund in der Herde drin rumläuft. Ich weiß, wie es bei mir war. Bei mir, meine Schafe haben 6-7 Wochen gebraucht, bis die das überhaupt akzeptiert haben, dass da ein Hund mitten in der Herde drin läuft. Ich habe alte Hunde aus Spanien geholt. Die waren es gewohnt, die waren mitten in der Herde. Die Hunde haben die Welt nicht mehr verstanden, weil die Schafe der Fußläufer haben. Meine Schafe haben die Welt nicht mehr verstanden, weil die Hunde immer nach den Schafen nachgegangen haben. Da gehört jemand dazu, der die Hunde kennt, der die Hunde auch mal maßregeln kann oder kann mal sagen, oder nimmt die an die Leine. Und das kann man an neuen Hundehalter so gar nicht auferlegen, die Arbeit. Also ich finde, der die Hunde abgibt, sollte ein paar Tage mitgehen in den Betrieb, soll das begleiten. Dann kann ich an neuen Hunde heute sagen, pass auf, das und das machst du falsch oder pass auf, du musst das oder das anders machen oder das hast du jetzt gut gemacht. Das war von meiner Sicht her das Wichtigere, wenn einer mit Hunde anfängt. Und ich muss nur mal dazu sagen, wenn der Wolf da ist, ist es zu spät. Wir brauchen 3 Jahre Vorlaufzeit. Nicht erst, wenn der Wolf die Schafe gerissen hat, weil dann ist die Herde traumatisiert, dann ist es zu spät. Und es dauert einfach 3 Jahre, bis die Herde und die Hunde miteinander verschmolzen haben, bis es eins ist. Das haben wir jetzt schon öfter gesehen und schon öfter mitgekriegt. Das war's dann. Dankeschön. Herr Schnabel, wollten Sie noch was sagen oder haben Sie Ihre Hand nicht gesenkt? Dann...
Dann übergebe ich nochmal den Michael Sinke. Also es ging ja jetzt darum, um vielleicht irgendwie vom Wolfsübergriff geschädigte Schafe und wie lernt man das alles ein. Also ich glaube, dass man sich durchaus auch mal Hunde am Anfang leihen sollte. Also ich hatte in Hessen jetzt auch so einen Fall, Wolfsübergriff bei einer Schafsherde. Es kam jemand und hat Hunde gebracht. Die Hunde waren aber so, dass sie doch den Schafen erstmal hinterhergelaufen sind. Dann gab es dann am selben Tag dann nochmal einen Schaden. Ich bin dann angerufen worden und habe gesagt, ja, ich kann kommen. Und die Frau war völlig aufgelöst, weil es mit Hunden da nun auch nicht ging. Und ich bin dann hingefahren und habe einfach zwei ganz, ganz ruhige Hunde mitgenommen. Und die habe ich da in einer Stunde eingearbeitet gehabt und es funktioniert heute noch. Aber eigentlich braucht dieser Halter diese ganz ruhigen Hunde wirklich nur am Anfang, bis diese Schafherde weiß, was Hunde sind. Danach können es durchaus auch ein bisschen sportlichere sein, die auch mal ihre Runde rennen. Das sind dann die Schafe auch dann schon gewöhnt. Aber solche Hunde hat einfach nicht jeder und die findet man auch nicht überall. Und die kann man sich vielleicht auch einfach mal für 3 Monate ausleihen. Und da wäre es vielleicht auch mal für so ein Amt, so ein LFU, die Überlegung, ob man nicht vielleicht für so, zum Beispiel für eine geschädigte Schafherde nach Wolfsübergriff auch mal für 2 oder 3 Monate Anleihhunde bezahlt. Die können dann auch die Folgehunde gleich noch mit einlernen im 3. Monat. Wäre vielleicht auch eine Überlegung. Die nächste Anregung fürs LFU? Ja. Genau, wie nennt man das dann? Rent a Dog oder so, für die Eingewöhnung. Ich habe noch Fragen im Chat. Einmal ging es um den Einsatz, oder hat jemand Erfahrung, Einsatz Herdenschutzhunde und Esel? Vielleicht gibt es da ein Beispiel aus Bayern oder auch aus Deutschland. Also Frau Breuer, wenn Sie da was wissen, vielleicht gerne noch darauf antworten. Und die zweite Frage richte ich jetzt auch an die Frau Schnabel und an die Frau Breuer. Ob es eine Erhebung gibt, wie viele Herdenschutzhunde in Deutschland oder vielleicht auch dann, Caroline, nur für Bayern, wie viele Herdenschutzhunde da im Einsatz sind? Ja, soll ich erst mal? Ja. Also ich kann es jetzt tatsächlich nicht sagen. Ich kann nur sagen, wie viele Herdenschutzhundbetriebe ich hier habe in einer Liste. Es sind 43. Im Moment, es sind definitiv nicht alle, da bin ich mir sicher. Ja, und wie viele Hunde kann ich leider auch nicht sagen. Es wird die Zeit mit sich bringen. Weißt du, bei welchen Tierarten die eingesetzt sind? Meistens Schafe. Meistens Schafe und Ziegen und Rinder tatsächlich. Auch einige. Aber keine mit Esel? Nein, nicht mit Esel. Habe ich bis jetzt noch nicht gelesen, nein. Dann vielleicht Frau Breuer, wenn Sie die Fragen ergänzen können. Ich hätte gern, wir hätten selber auch gerne Informationen dazu mit den Eseln. Hatte ich im Hinterkopf, ist es in Kombination mit Herdenschutzhunden vielleicht etwas schwierig, weil das müssen die auch erst lernen, weil Esel nun halt auch wohl spezielle Eigenschaften haben. Und da kann es natürlich auch umgekehrt zu Verletzungen von Herdenschutzhunden kommen oder dass die eben auch eingeschüchtert werden. Es ist immer eine individuelle Herangehensweise. Ich habe auch gehört, dass Herdenschutzhunde, die auf Schafe trainiert sind, in einer anderen Herde, da hatte ich ein ganz interessantes Beispiel aus der Schweiz gesehen, der sich dann eher für Rinder interessiert hat. Also das gibt da sehr individuelle Unterschiede. Ich glaube, so pauschal kann man das gar nicht sagen. Und was die Zahlen von Herdenschutzhunden angeht in Deutschland, haben wir leider auch keine, weil es gibt ja keine Registrierung wie jetzt bei den Nutztieren. Das heißt, wenn die Verbände es nicht wissen, es gibt ja auch eine Dunkelziffer, will ich jetzt nicht sagen, aber auch Tiere, die sonst wo herkommen, entweder aus dem Ausland, aus Heimen, die vielleicht auch versucht wurden, eingesetzt zu werden. Wir hatten auch bei den Verbänden mal nachgefragt, aber konkrete Zahlen
Und auch welche Rassen oder bei welchen Tierarten die eingesetzt werden und vor allen Dingen auch mit welchem Erfolg. Das würde uns natürlich auch interessieren. Gibt es da vielleicht bestimmte Hinweise, aber die Informationen liegen uns leider nicht vor. Fehlt noch. Micha? Ja, also jetzt so Herdenschutzhunden, wie viel gibt es in Bayern? Also wenn es jetzt 43 Betriebe sind, ich würde jetzt so aus unserem Verein gesehen, würde ich diese Zahl mal 4 oder mal 5 nehmen. Es gibt vielleicht Leute, die haben noch 2 und dann gibt es Leute, die haben 10 oder irgendwie so. Aber ich würde das vielleicht, ich glaube, wenn man das mal 4 oder mal 5 nimmt, liegt man da vielleicht in einem ganz guten Mittel. Zu Herdenschutzhunden mit Eseln. Also ich kannte einen Betrieb in Bayern, der hatte einen Esel mit drin. Der hatten, glaube ich, dann irgendwann zum Schlachter verkauft, bevor nochmal das Veterinäramt kommt. Der Esel war total zerbissen hinten. Ja, es war halt ein Esel, der immer wieder auf die Hunde gegangen ist. Und so sah der Esel dann auch aus. In Thüringen, von dem Pilotprojekt, wo ich gearbeitet habe, da ist auch ein Schäfer dabei. Der hat immer einen Esel oder 2 mit dabei in der Herde. Da klappt das. Also es kann wohl so oder so sein. Aber der Thüringer Schäfer, der hat wirklich richtig viele Esel auch. Also den könnte man vielleicht dazu auch direkt mal interviewen über seine Erfahrung, weil der macht das auch seit vielen Jahren. Ich glaube, der hätte da sicher einiges zu erzählen. Ich habe ihn da speziell nie gefragt, von daher weiß ich es nicht, aber der würde bestimmt einiges dazu erzählen. Das ist vielleicht eine gute Möglichkeit und ein gutes Angebot. Mhm. Die Fragenstellerin hat es gehört und kann Kontakt aufnehmen. Oder du fragst nochmal bei uns nach. Vielleicht interessieren sich ja da auch noch mehrere dazu. Eine Thüringer Exkursion zum Eselbetrieb. Herr Kroll nochmal. Ja, also zu den Eseln jetzt nochmal. Wir hatten früher mal Esel, bevor wir die Herdenschutzhunde hatten. Ich weiß jetzt gar nicht, kann man mich gerade hören? Ja. Ja, okay. Und dabei Hütehunde dabei, also die Esel können zwar schon lernen, dass die Hunde da irgendwie sein dürfen, wenn aber irgendwas ihrer Meinung nach nicht richtig läuft, also dann werden die sehr massiv, das kann sowohl für den Herdenschutzhund echt gefährlich enden, wenn ich also Esel habe, die tatsächlich auf Hunde losgehen. Und wir hatten eben zum Herdenschutz genau solche Esel, kann für die Hunde böse ausgehen, für die Esel, wie Herr Sinke dann sagte, dann eben auch, wenn das mehrere Hunde sind, die sie sich zur Wehr setzen. Und Esel sind, also zumindest hier im feuchten Niedersachsen, nicht wirklich gut zu halten. Die Hufe machen das nicht lange mit, die Esel verfetten. Esel sind nicht dafür gedacht, draußen im Regen zu stehen, so wie Schafe das abkönnen. Die sind noch empfindlicher als Ziegen. Wenn sie schon Esel haben, dann halten sie den Esel so, wie ich das für einen Esel gehört, aber ich würde den jetzt nicht mit einer Schafherde draußen im Freien rumlaufen lassen. Wird viel gemacht, aber die meisten haben Specknacken und irgendwann werden die krank. Das Gleiche gilt für ein Lama. Wir haben auch ein Lama dabei. Den können wir nicht mit den Hunden ohne Zaun laufen lassen. Mit Zaun dazwischen geht's. Nicht, weil die Hunde ihm was tun, sondern auch, wenn die Hunde anfangen zu bellen, greift er die Hunde an. Und da ist uns das Risiko zu groß, dass das dann eskaliert, wenn wir nicht eingreifen. Also ich würde das nicht probieren, ehrlich gesagt. Dann vielen Dank für den Beitrag. René Gomringer, du willst wahrscheinlich was zur Erfahrung in Spanien sagen. Und vielleicht ja, kannst du auch noch ein bisschen was kurz zur Situation von der Eva mit den Eseln sagen. Ja gut, die Eselgeschichte in Italien habt ihr, da habe ich das am meisten gesehen, am häufigsten. Da hat in jeder Hütte Schäfer, in jeder Herde sind 10, 15 Esel dabei und 15, 20 Herdenschutzhunde. Also das ist ganz normal und die Schäfer dort sagen, sie brauchen die Esel natürlich zum Tragen von Lämmern und Ausrüstung, aber sie brauchen die Esel auch als Frühwarnsystem. Weil die Esel immer früher warnen oder immer früher wahrnehmen, wenn eine Gefahr droht, da geht es auch um Bären, und wecken dann die Hunde auf. Die Hunde pennen irgendwo hinter den Felsen und die Esel merken alles früher und wecken dann die Hunde und dann machen die Hunde Rabatz. Also das klappt gut dort.
In Spanien haben wir das auch gesehen, da ist es auch durchaus üblich, dass Esel als Tragetiere mitlaufen, vor allem für neugeborene Lämmer, sind dann aber auch immer etliche. Es ist nicht nur einer wie bei uns oder zwei, sondern das sind eben dann auch 10, 15 Esel dabei, bei größeren Herden so ab 600, 700, 800 Mutterschafen. Also das klappt eigentlich immer gut. Wahrscheinlich haben die halt mittlerweile auch spezielle Esel, die das eben mitmachen. Dann hätte ich noch eine Sache zu den Herdenschutzhunden. Wie viel gibt es? Woher kommen sie her? Man darf die Hühnerhalter nicht vergessen. Das war die erste Erfahrung, die wir gemacht haben, als wir uns langsam so 2006, 2007 angefangen haben, um die Sache mit den Herdenschutzhunden langsam zu kümmern, mal nachzuforschen, was das eigentlich ist und ob es da welche gibt. Da waren die in Hühner, in Legebetrieben, also mit Auslauf, schon längst da in Bayern. Also wir haben wirklich alte Betriebe, die also schon ewig Herdenschutzhunde bei den Hühnern haben. Meistens sind es Kangals. Und das ist also ganz normal. Also da sind bestimmt in Bayern 5, 6, 8 größere Betriebe mit Legehennen, die schon ewig mit Herdenschutzhunden arbeiten und ganz tolle Hunde haben auch. Ne? Die haben eben auch ein bisschen Zucht betrieben und halt solche genommen, die mit diesen Hühnern gut zurechtkommen. Und da haben also auch da 3, 4 Hunde drin. Also die darf man nicht vergessen. Die sind ja auch sehr wichtig, ne? Natürlich für die Betriebe dort. Und was hast du noch gemeint, soll ich noch sagen? Nur, ich weiß nicht, wie gut die Übertragung bei der Eva ist. Ach so. Zur Situation mit ihren Eseln, so wie die gehalten werden und dass primär auch eine Eselherde ist. Ja, also wir haben ja einen Betrieb bei den Kompetenzzentren, bei den Herdenschutzkompetenzzentren, der mit Eseln und Ziegen Landschaftspflege macht. Ziemlich viele, also was heißt viele, aber 10, 12 Esel halt hier einsetzt. Allerdings noch keine Herdenschutzhunde. Ich meine, sie hat zwar immer wieder Interesse signalisiert, macht es aber noch nicht. Aber das mit den Eseln klappt eigentlich sehr gut. Wir haben das uns angeschaut. In einem Gelände im Moorgebiet, wo ich gedacht habe, da kannst du niemals Esel halten. Also das ist absolut, also die stehen oft im Wasser, wenn sie fressen. Also zumindest im Feuchten, suchen aber dann selbsttätig zum Ruhen wieder höhere Stellen aus und haben, ich habe mir das angeschaut, also ich habe mir die Hufe angeschaut und alles, die sind ja alles sehr handsam, alles top. Also das kann man schon machen, wenn man das beherrscht, klappt es doch. Also wir waren da sehr erstaunt und wir haben ja dann dort auch mehrere Seminare dann, aber da geht es ja mehr um Zäune natürlich, aber da kann man sich das auch gut einmal anschauen, wie das mit diesen Eseln in der Landschaftspflege klappt, auch auf Moorgelände. Also nicht jetzt Extensivland, sondern moorige Böden. Also ich bin da total erstaunt. Die haben kaum Fettnacken, also wenig, ganz wenig, nur ganz kleine Ansätze, sind also eigentlich topfit. Und wie gesagt, ich habe die Hufe mir alle angeschaut, da fehlt absolut nichts. Also das geht auch. Genau, danke. Oder Eva, wenn du möchtest, darfst du es natürlich gerne noch ergänzen. Ich wollte das nur noch ein bisschen erklärt haben zu dem, was der Herr Kroll gesagt hat. Also es wäre, so verstehe ich das, aber gerne ergänzen, nicht die Kombination Esel und Herdenschutzhund als Herdenschutz, sondern ein Bestandteil dieser Herde oder ein großer Bestandteil dieser Herde sind die Esel, die es zu schützen gilt mit Herdenschutzhunden. Genau. So verstehe ich das. Ansonsten, Eva, gerne korrigieren. Ja, also ich habe die Esel mir nicht zugelegt, prinzipiell zum Herdenschutz, aber finde es jetzt, nachdem ich die Landschaftspflege mache, ganz angenehm. Es ist ja ein Gebiet, in dem der Luchs ist und wir sind Wolfsgebiet, wobei jetzt bei uns die Wölfe noch nicht außerhalb von Nationalpark gehen, aber sicher dieses Hochmoorgebiet eins der ersten Gebiete wäre, wo der Wolf hingeht. Also von dem her finde ich es schon auch jetzt ganz angenehm, dass die Esel einen gewissen Schutz darstellen. Bin mir aber auch nicht sicher, ob das wirklich dann auf Dauer die Esel als Schutz ausreichen und deshalb erkundige ich mich auch wieder. Zudem, dass die Esel
nicht mit Ziegen zusammenweiden können. Gut, ich habe Ziegen, die nur zur Landschaftspflege da sind. Also Milchleistung ist minimal und ich würde auch keine Ziegen jetzt in die Landschaftspflege tun, die ganz klar, also die eine hohe Milchleistung haben müssen. Also weil ich eben die Esel auf sehr mageren Wiesen habe, aber ich habe nicht nur wenig Specknacken, ich habe gar keine keine Speckröllchen am Nacken. Also meine Esel sind schlank und gut genährt. Also von dem her sind diese Magerwiesen kein Problem mit den Eseln. Genug beantwortet? Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ich wollte das nur, dass eben das nicht so ominös wabert, wie das mit den Eseln und den Hunden ist, sondern die Gesprächsrunde lebt ja auch davon, dass man sich ein bisschen vorstellt und erklärt. Also die Eva Weiß wohnt vorgelagert dem Nationalpark Bayerischer Wald. Eines der ersten Gebiete mit Wölfen in Bayern. Gut, ich schaue nochmal schnell in den Chat. Ich sehe schon, also es gibt eine Exkursion in die Schweiz nach Graubünden und eine Exkursion nach Thüringen zum Eselbetrieb. Das hat sich doch schon mal ergeben aus dem heutigen Abend. Oder es ist zumindest eine Idee, die wir auch gerne aufgreifen und dann gerne auch in Kooperation mit anderen umsetzen und anbieten könnten. Wenn es ansonsten keine Fragen mehr gibt, im Chat finde ich nichts mehr, Handmeldungen finde ich auch nicht mehr. Wir haben 9:15. Der Robert wollte noch was sagen. Ja, also nochmal zum Esel. Ich habe vor die Herdenschutzhunde bei Esel dabei gehabt. Also ist sicher das nicht der Wanderkäfer. Das ist ein ganz zweischneidiges Schwert. Der Esel, wenn ein, zwei Jahre dabei ist, lernt es ziemlich schnell, wie ein Hund austricksen kann. Indem, wenn der Hund kommt und die Schafe hinter mir über die Grenze zu gehen, springt er auf die Vorderfüße und schlappt mir die Hinterfüße aus. Meine Hunde waren so weit, die haben um den Esel 200 Meter einen Bogen gemacht. Die haben ein paar Mal eine abgekriegt vom Esel. Also aus Sicht des Schafhaltenbetriebes ohne Zaun ist das mit Eseln so eine Sache. Das Gleiche war nachts, wenn die Stute rossig war, dann hat die ganze Herde keine Ruhe gehabt. Der Esel hat die ganze Nacht die Schafe rumgetrieben im Kreis. Wir waren so weit, dass wir den Esel Anhänger haben müssen, weil sonst zum Teil an die Schafe dann sogar ausbrochen. Wir haben dann so eine 2-Meter-Kette gemacht und haben einen Stab in die Erde gehauen und haben ihn anhängen müssen. Also Hunde vielleicht mit Esel, das kann vielleicht hinhauen, wenn die Hunde von klein auf mit dem Esel aufwachsen. Aber wie gesagt, einfach Esel in die Herde tun und dann, überhaupt wenn sie dann keinen Elektrozaun als Grenze haben, sondern der Esel lernt ziemlich schnell, dass, wenn der ausschlägt, dass die Hunde, überhaupt die Arbeitshunde, einen Bogen dem machen. Der läuft in die Flur, die Schafe laufen hinten nach, weil die Schafe, die aber hinter dem Esel nachlaufen, die haben auch nichts zu befürchten vom Hund. Also das ist ein zweischneidiges Schwert. Gut, danke schön. Micha, nochmal. Muss ich doch auch nochmal was zum Esel sagen. Also ich hab viele Esel gehabt und habe auch noch viele und habe sie aber nie mit Herdenschutzhunden zusammen gehabt. Da kann ich wirklich nichts dazu sagen. Ich habe es nie probiert. Es war mir immer schade um meine Esel. Aber man muss mal davon ausgehen, es gibt so unterschiedliche Esel und mit Fetthals und nicht mit Fetthals. Also, und ob sie im Wasser stehen können und nicht. Also, ich sag mal, diese kleinen Esel, was so Hausesel oder afrikanischer Esel ist, na, die neigen natürlich total zum Verfetten. Während diese Großesel, die kann man im Winter durchaus auch mit Getreide füttern, weil sie ansonsten richtig abmagern. Also, da gibt es völlige Unterschiede, das kann man gar nicht so sagen. Und ich glaube auch, man sollte nicht, wie der René das vorhin gemacht hat, zu propagieren, dass jemand auch die Esel im Feuchten halten kann. Die Hufe können zwar vielleicht gut aussehen, aber ich meine, ich schneide auch sehr viel bei Pferden und Eseln Hufe.
wenn man mal so einen Eselhuf sieht, der im Feuchten ist, der muss von außen nicht deformiert sein, aber der hat innen richtig lockere Stellen, da auch wo diese weiße Linie ist, und da ist wirklich wie Schimmelstellen dann innen drin. Das kennt man von Pferden überhaupt nicht. Also ich glaube, bevor man so eine Aussage trifft, sollte man die Hufe dieser Esel mal geschnitten haben. Und so kommen wir vom Herdenschutzhund auf die Voraussetzungen für eine Eselhaltung. Dankeschön. Die Eva möchte es nicht auf sich sitzen lassen. Gern nochmal. Ja, da muss ich doch schon was dazu sagen. Also ich habe die Hufe schon häufiger geschnitten und sie sind gut. Es muss natürlich immer ein trockener, also der Platz, wo sie sich aufhalten, wo sie nicht zum Fressen sind, es muss auf jeder Weide ein trockene Stellen dabei sein. Und es ist natürlich auch so, dass wenn ich die jetzt ein Vierteljahr da durchgehend stehen lassen würde, hätte ich natürlich Probleme. Aber wenn die immer einen trockenen Standplatz haben und auch nicht zu lang da stehen, ist das überhaupt kein Problem. Gut, danke schön. Dann beschließe ich den Abend. Ich danke allen fürs Zuhören. Ich danke allen Gesprächspartnern und allen Weidetierhalterinnen und Weidetierhaltern fürs Mitwirken, für den Erfahrungsaustausch und für die Berichte. Davon lebt das ganze Jahr. Ich hoffe, dass die ein oder andere Anregung mit dabei war, der ein oder andere Denkanstoß, vielleicht die ein oder andere Idee sich bei dem einen oder anderen Behördenmitarbeiter, Verbandsmitglied oder Tierhalter nochmal zu melden, nochmal konkret nachzufragen. Vielleicht sagt das ein oder andere auch und man kommt erst morgen oder übermorgen auf irgendwelche Fragen, die noch nicht geklärt sind. Und ich danke zu guter Letzt, mit einem herzlichen Dankeschön, der Caroline Schnabel, die uns diesen Input-Vortrag geliefert hat, die als Ansprechpartnerin zumindest für alle bayerischen Weidetierhalter zur Verfügung steht, wenn es um Sachen Herdenschutzhunde, Einsatz, Grundvoraussetzungen und Förderungen geht. Vielen Dank. Ich sage schon mal jetzt einen guten Start in die Weidesaison, wer noch nicht draußen ist oder wer bald rausgeht. Gute Gedanken und Überlegungen für Herdenschutzmaßnahmen. Bei uns in Bayern wird es weiterhin zunehmen. Wünsche ich uns eine schöne Zeit, eine gute Saison und jetzt vor allem eine gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Tschüss.